Was geht ab, liebe Leute? Alles klar bei euch? Oh yeah! Willkommen wieder zurück zum Stream. Ich bin gerade eben wieder nach Hause gekommen, so wie ich eigentlich immer nach Hause komme. Nein, war ein Spaß. Ich habe heute eigentlich war alles heute normal. Also bei mir war eigentlich nicht sehr viel anders. Ich mache euch natürlich mal wieder den besten Tune rein, den besten Tune, den ihr kennt. Ihr wisst Bescheid. Gute Musik, gute Laune. Das ist unser Stream. So, zur Wiedergabeliste hinzufügen. So, kurz abchecken, ob ihr auch die Musik wirklich hören könnt. Jetzt könnt ihr sie hören. Und jetzt könnt ihr genießen. Oh Mist, ich hab da einen kleinen Pickel, gell? Mist. Oh Mist, jetzt bin ich auf Kamera und jetzt habe ich hier den Pickel. Oh, ich kann das Lied nicht mehr hören. Dieses Lied hier. Habe ich schon 1 Million Mal gehört jetzt inzwischen. Ich kann das nicht mehr hören. Wir hören jetzt einfach mal irgendein Neues. Ja, moinsen, alles gut bei euch. Hi, Fortnite Banane, 5,49 € rausgehauen. Ehre. Danke dir für deine Spende. Ich muss bei mir hier noch kurz die Rollade ein bisschen weiter runter machen, weil sonst das Licht zu viel reinkommt. Warte. So, jetzt kommt nicht so viel Licht in meine Höhle rein und wir können uns ganz gemütlich anderen Sachen widmen. Hi Leute, was geht? Alles cool? Roman, lügst du schon wieder? Heute wird den ganzen Tag gelogen, ey. Heute werde ich lügen über Lügen über Lügen. Werde den ganzen Tag lügen. Oh, das wird heute ein richtig lügenhafter Tag. Oh Mist, sieht man den Pickel stark? Ah, Mist. Da hätte ich mich in der Kamera jetzt vorher erstmal angucken müssen, bevor ich den Stream starte. Eigentlich hätte ich den Stream nicht starten sollen, wenn ich einen Pickel habe. Katastrophe, ey. Naja, was will man machen, ne? Manchmal ist das Leben halt hart. Ja, kann ich hier vielleicht die Musik noch ein bisschen leiser machen? Wunderbar. So, Leute, was geht bei euch? So schnell kann ich nicht mitkommen. Meinst du beim Reden? Naja, egal. Jedenfalls, ich gehe jetzt erstmal nicht auf den Chat ein. Ich erzähle jetzt erstmal, was eigentlich heute gemacht wird und was ich mir überlegt habe. So, es ist natürlich wieder ein wunderschöner Samstag und ich habe keine Lust gehabt, ein Video zu machen, deswegen machen wir einen Livestream. Ihr wisst, ich bin ganz ehrlich zu euch. Ich bin heute Morgen, also, okay, pass auf. Ich kann euch was zeigen, okay? Ich zeige euch den absolut wahren Grund, weshalb ich, Roman, heute mal wieder kein Video gemacht habe. Roman war gestern unterwegs und was habe ich gemacht? Ha? Die Leute, die mir natürlich auf Instagram und so einen Kram folgen, ihr wisst es. Roman war unterwegs und hat Billard gespielt. Die ganze Nacht. Woo! Und dann bin ich halt, falsches Bild. Und dann bin ich halt erst wieder um, keine Ahnung, 3, 4 Uhr morgens wieder ins Bett gegangen. Und das hat jetzt ein bisschen länger gedauert. Und dann hat sich der Roman dazu entschieden, einfach mal einen Livestream zu machen statt einem Video, weil ich keine Zeit hatte mehr für ein Video. Das Leben ist hart. Auf jeden Fall, Leute, like dieses Bild einfach nur aus einem Dings. Wegen Ehre und sowas. Ihr müsst es liken. Das ist ganz wichtig. Und falls ihr mir auf Instagram nicht folgt, ist es ganz wichtig, mir zu folgen, weil dann verbessert sich euer Leben. Deswegen, Leute, nicht vergessen, auf Instagram Aerosol eingeben. Ich habe übrigens letztens, Alter, es gab einfach einen Faker von mir auf Instagram. Ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt. Es gab einen Faker auf Instagram, der hatte einfach wie viel hatte der? Ich glaube, der hatte 30.000 Abonnenten auf Instagram, einfach so ein Faker von mir, und der hat sich einfach als mich ausgegeben und der hat sogar, wenn ich Merchandise Neues rausgebracht habe, hat der das einfach so gepostet und hat so getan, als ob er ich wäre, und das über 2 Jahre. Der hat 2 Jahre lang die ganze Zeit so getan, als ob er ich gewesen wäre. Und wisst ihr, was passiert ist? Ich habe den Typen angeschrieben auf Instagram und habe gesagt, Alter, das geht überhaupt nicht klar, dass du mein Instagram fakest. Und wisst ihr, was der dann geschrieben hat zu mir? Der hat einfach geschrieben, ey Roman, lass mal eine Runde Fortnite spielen. Und dann denke ich mir natürlich, was? Warum Fortnite spielen? Junge, ich habe dem gesagt, du sollst deinen Instagram-Account löschen, weil du mich einfach 1:1 fakest. War dem egal. Also inzwischen habe ich ihm gesagt, dass er jetzt mal löschen soll, aber naja.
So, auf jeden Fall, Wilhelm Jungblut, vielen Dank für dein Abonnement, für dein Mitglied-Dasein. Willkommen im Club. Ich wünsche dir viel Spaß mit deinen Emojis und mit dem ganzen anderen Kram, den du bekommst, durch Mitglied-Sein. Das steht aber alles im Internet, was man dadurch bekommt. Also ist auf jeden Fall krass. Dieser Instagram-Faker war mega dreist so. Also erst kopiert er meinen gesamten Instagram-Account und dann schreibt er zu mir, lass mal Fortnite spielen so. Auf die Ansage, dass ich ihm gesagt habe, der soll mal seinen Account löschen und aufhören, mich zu faken so. Hat der angeblich Dings 30.000 Follower gemacht, einfach nur so. Weil die Leute, aber wisst ihr, warum der 30.000 Follower gemacht hat? Ich zeige euch das. Das liegt wirklich daran, es gibt eine Sache, das tut mir im Herzen weh. Die Leute können einfach kein Erasure schreiben. Die können das nicht. Die Leute, wenn die auf Instagram gehen, die meisten können einfach kein Erasure schreiben. Das Wort Erasure. So, wir schreiben das jetzt gemeinsam. A, so, dann R, dann A, dann Z-H-U-U-L. So, dann kommt Arasul. Und dieser Typ, der Grund, warum der so erfolgreich geworden ist, der hat einfach Arasul falsch geschrieben. Ich meine, guck mal, es gibt einen Hashtag von Hashtag Arasul ohne H, einfach falsch geschrieben. Und da sind 200 Beiträge, 200 Leute haben was mit Hashtag Arasul gepostet. Ich gehe da jetzt mal drauf, so, hier. Der hat sich ein T-Shirt von mir gekauft, so. Aber trotzdem hat er Arasul falsch geschrieben. Guck mal, er hat sogar den falschen Arasul verlinkt. Ah, er hat übrigens die Seite gelöscht. Guck mal, das war dieser Typ. Der hieß einfach Arasul, falsch geschrieben, unterstrich HD. Und hatte 30.000 Abonnenten. Und die Leute haben einfach gedacht, das bin ich. Dabei war das ein Typ, der meinen Namen falsch geschrieben hat. Und der hatte tausende Follower. Warte mal, ich möchte jetzt mal noch sehen, was noch unter Arasul falsch geschrieben gepostet wurde. Wir können uns dann nochmal angucken. Was wurde denn noch auf Instagram gepostet unter dem Namen Arasul? Guck mal, da guckt jemand gerade mein Video, okay? Und macht Peace. Mit irgendeinem Energy Drink. Trink keine Energy Drinks, das ist unnötig. Sind nur ungesund. Guck mal, hier hat sogar jemand... Nee, das ist, glaube ich, irgendeine Marke oder so. Es gibt sogar eine Marke. Und hier sind auch so Fanposts und alles drum und dran. Also, es ist schwierig so. Wisst ihr, da wird ein Fanpost gemacht auf Instagram. Finde ich voll okay. Aber warum schreibt man denn meinen Namen falsch? Guck mal, hier rechts steht Hashtag Arasul falsch geschrieben, aber ich wurde markiert. Arasul mit ZH. Was ist denn daran so schwer, den Namen A-R-A-Z-H-U-L? So. Wisst ihr, das ist Katastrophe manchmal. Es ist, die Leute haben so, das ist so kompliziert, diesen Namen zu schreiben. Ich hätte mich lieber Bobo nennen sollen. Bobo kann jeder schreiben. Hey, kennt ihr schon den neuesten YouTuber Bobo? So hätte ich mich nennen müssen. Der gute alte Bobo. Ja, Mann. Nennen wir uns doch einfach Bobo HD. Aber selbst dann, wenn ich mich Bobo HD nenne, selbst dann wird es wieder Leute geben, die auf Instagram dann so suchen. B-O-H und dann Bobo. Gibt es schon Bobo HD? Bobo HD. Also es gibt Bobo da. Bobo da. Es gibt schon Bobo HD. Mist. Der Name ist schon weg. Bobo HD. Aber das kann jeder schreiben. Wisst ihr, wie ich meine? Hier. Hashtag Arasul, Hashtag Gurke, Hashtag Aliens. Von 2016 ist der Post. Also, I don't know. I don't know, Leute. Das ist einfach... Bitte... Ihr schafft das. Meinen Namen zu schreiben, das ist machbar. Sprecht mir nach. A-R-A-Z. Ich muss ein Lied machen. Okay, wisst ihr was? Ich habe mich jetzt entschieden. Ich habe mich entschieden, was ich machen werde. Ich werde... Warte mal, hier muss ich nochmal kurz jemanden aus dem Chat bannen. So, nie wieder kannst du ab jetzt schreiben. Vielen Dank. Wir haben letzten Stream übrigens so viel Abschaum vom Chat rausgeschmissen. Die können jetzt nie wieder schreiben. Das ist richtig cool. Und seitdem ich das hinbekommen habe, ist der Chat auch viel klarer geworden. Oh, super toll. Also es macht richtig Spaß, die Leute hier zu bannen im Chat. Das ist eigentlich ganz gut, wenn man da zwischendurch mal drauf guckt. Guck, die Leute schreiben es ja richtig im Chat. Arasuhal. Ja, Mann. Arasuhal. Oh, Mann. Die Hashtag... Bobo Crew. Ja, Mann. Wir sind jetzt die Bobos. Also, also pass auf. Ich möchte es nochmal kurz klar machen. Ich habe ja nichts gegen Leute, die meinen Namen nicht schreiben können. Aber
dass ein Fake-Account, ein Aerosol-Fake-Account, der den Namen falsch von mir geschrieben hat, 30.000 Abonnenten auf Instagram bekommt. Wisst ihr was? Ich check mal kurz auf Social Blade aus, ob ich noch die Daten von dem Typen vielleicht noch sehen kann. Arasul-HD- hieß er, glaube ich. Warte. Ich kann ihn gleich finden. Relax. Der Typ hieß... Ja, genau. Arasul-HD-. Nee, kann man leider nicht sehen. Ist gelöscht, kann man nicht mehr sehen. Okay, also es ist schade. Also inzwischen ist der Account gelöscht. Ich kann vielleicht nochmal kurz auf meinem Handy nachsehen, ob ich den vielleicht nochmal irgendwie finden kann. Weil ich habe nämlich letztens mit dem geschrieben und ich habe... Achso, der heißt jetzt gar nicht mehr Arasul, sondern er heißt jetzt Ich Fake. Also pass auf, ich kann euch das mal zeigen. Guck mal, seht ihr das? Kann ich da irgendwas Falsches zeigen? Ups, so. Guck mal. So. So, kann man da was sehen? Mann, warte, ist ein bisschen zu hell gerade. Kann man das jetzt sehen? Digga, da kann man ja gar nichts sehen. Muss ich das noch dunkler machen? Ah, jetzt, warte. Sieht man das? Guck mal, der heißt jetzt Ich Fake. Guck, das ist dem sein Account. Okay, er hat nicht 30.000 gehabt, aber 19.000. 19.000 Follower. Einfach falsch geschrieben. Also ich finde es inzwischen gut, dass er das gelöscht hat, aber das ist eine Katastrophe, dass so viele Leute meinen Namen falsch schreiben. Ich hätte mich Bobo nennen sollen. Ich hätte mich einfach schlichtweg Bobo nennen sollen. Ach, naja, Fortnite Banane schreibt, hast du einen Account, wo du Roman heißt? Nein, ich habe keinen Account, wo ich Roman heiße, aber ich habe das Gefühl, dass es bestimmt wieder irgendjemanden gibt, der vielleicht wahrscheinlich wieder mich gefaked hat. Ich kann mal auf Instagram auf dem Bildschirm gucken. Ich guck mal hier. So, jetzt suche ich mal eine weitere Arasul-Page. Arasul-HD-Gurke gibt es. Hier gibt es einen, der hat mich auch gefaked. Guckt euch das mal an! Guck mal. Desktop. Schaut euch das an. Dieser Typ hat sich einfach Arasul-HD einfach falsch geschrieben. Einfach so, okay? Einfach so. Und hat einfach 3.500 Abonnenten bekommen und hat geschrieben Arasul-HD, hat mein Profilbild auch benutzt so. Und dann schreibt er, hallo, herzlich willkommen zu meinem Insta-Kanal. Du hast vergessen, die Türe zu machen. Folgt bitte alle Nikolai Danner. Und dann macht der einfach, tut der... Oh, guck mal, der hat ein Bild gepostet, dieser Typ. Und der hat einfach 1.000 Likes drauf. Einfach 1.000. Wisst ihr, das tut richtig weh. Guck mal, wenn ich jetzt wieder Arasul eingebe. So, da gibt's jetzt auch wieder so einen Kandidaten. Guck mal, wie viel Subs der hat. 5.000 wieder. Einfach, das ist die noch schlimmere Sorte. Es gibt noch schlimmere Sorten. Chat, bitte schaut euch das an. Wie hat diese Person diesen Namen gefälscht? A-R-A-Z-U-H-L. Arasul. Ich heiße Arasul. Arasul, so wie du es haben willst. Aber nicht Arasul. Arasul, kennst du schon Arasul? Oh, ich liebe Arasul. Und dann so Hauptsache Bilder von mir hochladen. Aber das ist schon Ewigkeiten her. Weißt du, es ist mega, mega schrottig so. Aber guck mal, hier, Rasul. Kennt ihr Rasul? Es tut mir so weh. Also, ich finde diese Fanpages, die meinen Namen einfach falsch schreiben, die haben das einfach nicht verdient, diese Likes zu bekommen. Das ist einfach zu heftig. Roman-Arasul-HD. Guckt euch den mal an. Guck mal, was der einfach gemacht hat. Aber der hat immerhin meinen Namen richtig geschrieben, okay? Es ist immerhin ein besserer Faker. So. Und dann steht hier Arasul. Der hat sogar mein Profilbild 1:1 übernommen, sogar noch anders gemacht. Und dann hat er einfach so billige Screenshots gemacht. Dieser Fake, den der macht.
Der ist so schlecht, dass er vergessen hat, hier unten von Instagram, wo er den Screenshot auf seinem Handy gemacht hat, dieses kleine Stück wegzuschneiden. Hat er einfach nicht gemacht. Guckt euch das mal an. Das sieht aus wie mein Instagram-Account. Und dann sind da so Leute, die dann... Wo bist du da, Aerosol? Faker, der echte ist Aerosol. Guck mal, Lord Chris 007. Ehrenmann. Einfach Ehrenmann. Einfach Leute, die das herausfinden und sagen, Junge, das ist fake so. Natürlich ist es fake. Was ist dem sein meistgelikedestes Bild? Sein erstes bestimmt, oder? Nee. Hä, der hat fast... Okay, das ist jetzt nicht so ein großer Fake-Account. Aber auf jeden Fall, es ist mega nervig, dass da einfach so viele schlechte Faker unterwegs sind. Ah, das ist der wieder. Also, ich verstehe es nicht, Mann. Es ist mega, es ist einfach ultra ranzig mit diesen Leuten auf Instagram. Immer dieses Rumgefake und immer nur Nerven und meinen Namen falsch. Also ich glaube, dass das mich am meisten ankotzt so richtig, ist, dass die Leute einfach meinen Namen falsch schreiben. Die schreiben den einfach falsch. Wisst ihr, was ich machen muss? Ey, wisst ihr, was ich machen muss? Ich muss einfach hier hinten, ne, in Buchstaben, damit das jeder immer sehen kann, muss ich da hinschreiben... Mein Name. Aerosol. Und dann noch einen Pfeil machen auf das H, wo das hingehört. Es ist so schwer. Das Leben ist manchmal so schwer. Nenn dich doch einfach Aerosol ohne H. Das ist so, als ob, pass auf, wenn du Markus heißt, dann gehe ich zu dir her und sage, hä, bist du dumm? Nenn dich doch einfach Peter. Warum heißt du denn Markus? Das ergibt gar keinen Sinn, meinen Namen so zu verändern, damit die Leute ihn leichter schreiben können. Oder ich nenne mich Bob. Bob HD. Das kann, oder Bobo HD. Ja, genau. Wir nennen uns einfach Bobo ab jetzt. Ihr wisst Bescheid, es ist euer Bobo HD am Start. Ich muss kurz mal was gucken, wegen meinen Lampen. Ich habe nämlich gerade eine Idee reinbekommen. Ich hab eine Idee, was ich machen kann. Ich bin ja immer noch am Büro ausbauen, so ein bisschen. Und das wisst ihr. Ich bin am Büro ausbauen und am Machen. Und ich habe ja hier die Lampe. Die Aerosol-Lampe, okay? Und da steht der Name richtig drauf. So. Mit den Buchstaben richtig. Okay? Und ich glaube, ich habe keine Batterien da drin. Ja, ich habe keine Batterien drin. Ey, ich gehe mal kurz Batterien holen. Und dann kann ich die Lampe... da beim Geist hinstellen und dann leuchtet die da. Ist es ein Ding, wollen wir das so machen, damit die Leute für immer und ewig lernen, wie mein Name geschrieben werden kann? Ich finde, das ist gut. Ich hole mir mal kurz Batterien, einen Moment. Okay, es gibt ein Problem. Wie ihr wisst, führe ich einen sehr guten Haushalt. Ja? Und ich habe Batterien gefunden. Aber nur die hier. Kennt ihr, guckt euch mal diese dicken Brocken an, Alter. Guck mal. Prinzipiell, wenn man könnte. Ey, vielleicht geht das sogar. Sag mal, wenn ich so eine ich weiß, okay. Aber das sollt ihr jetzt nicht als Vorbild nehmen, okay? Ganz wichtig. Wenn ich jetzt so eine Batterie nehme, so eine große, okay?
und ich die prinzipiell hier reinstecken würde. So. Die hier. Die hier da rein. Ich weiß, das ist nicht die richtige Größe, aber prinzipiell könnte das ja funktionieren. Ah nein, könnte es nicht. Okay, never mind, könnte es nicht. Weil es muss ja immer überall den Pol immer berühren und das würde ja nicht passieren. Okay, never mind. Wir machen das nicht. Das da kommt nicht da rein. Alles gut. Roman wird leben, den Stream. Ich werde den Stream noch überleben, keine Angst. Also, für nächsten Stream besorge ich Batterien. Und dann können wir, ne, hier die Aerosol-Lampe mal da hinten hinstellen. Und dafür sorgen... Habe ich echt gar keine Batterien? Nee. Keine Batterien, Leute. Ich habe einfach keine Batterien. So. Aber darum soll es jetzt auch nicht gehen. Heute geht es nämlich um was ganz anderes. Und zwar um was Besonderes. Nämlich um das, worauf ihr heute schon den ganzen Tag gewartet habt. Ich habe ja hier, by the way, habe ich mein Thumbnail gemacht. Ihr seht es. Heute kommt ein neues Spiel. Heute spielen wir nicht den Bus-Simulator, sondern heute spielen wir einen Art-Simulator so ein bisschen. Ich habe das Spiel selber noch nicht gespielt, aber ich habe es mir schon mal gekauft. Aber das kommt ja später. Jetzt für den Anfang kommt erstmal das gute alte Night. Das gute alte Fortnite. Und deswegen, Leute... Wir hauen da jetzt einfach rein und holen uns einfach jetzt den Win kurz ab, oder? So wie jede Folge, wie jeden Stream. Fortnite-Banane haut hier wieder die Spenden raus. Danke dir, Fortnite-Banane. Aber du solltest vielleicht langsam aufhören zu spenden, mein Guter. So. Alles klar, Leute. Jetzt drückt mir einfach die Füße. Ich zeige euch in diesem heutigen Stream... wie man ein Game gewinnt. Und das ist jetzt no jokes, no kiddings. Heute wird es klappen. Ich spüre das. Ich habe mir heute die Zeit genommen. Ich habe meinen Tee hier. Mein Schreibtisch ist sogar aufgeräumt. Ich bin ready to win. Und ich möchte sogar was ausprobieren. Leute, hört zu. Ich habe nämlich eine Idee, was ich machen möchte. Ich möchte nämlich heute meinen Q-Knopf belegen. Falls ihr den Q-Knopf nicht kennt. Chat, eine Frage, die ihr gerne beantworten... Ah, guck mal, es gibt wieder neue Sachen. Hoher Einsatz, unterstütze einen Creator. Oh, das ist aber interessant. Warte mal, da muss ich ja kurz die Musik hier sogar ausmachen. Also... unterstütze einen Creator. Wusstet ihr schon, dass ihr euren Lieblingscreator im Spiel unterstützen könnt? Geht in den Itemshop, um dort eure Wahl zu treffen oder mehr zu erfahren. Ey, Wahnsinn, das ist ja voll interessant. Ja, dazu werden wir wahrscheinlich gleich noch kommen. Schlagt aus dem Schatten zu, schleicht euch auf eure Gegner an und überrascht sie mit den neuen Outfits von Kunia und Kenji, die jetzt im Itemshop verfügbar sind. Sehen gar nicht mal so gut aus. Alles klar, weiter geht's. So. Das ist das neue Outfit, was rausgekommen ist. Und ihr dürft jetzt was entscheiden, Chat. Und zwar soll die Kamera, die hier gerade durchs Bild fliegt. Ja, okay, die hier, okay? Die Kamera. Soll die hier unten sein? Oder hier oben? Hier oben ist Lebensanzeige von den Partnern, aber ich spiele ja sowieso immer alleine. Und hier unten ist der Chat. Also, wollt ihr lieber oben die Kamera haben oder unten die Kamera haben? Ich gucke so lange hier ein bisschen herum, solange ihr schreibt. Und muss hier kurz das Outfit ändern. Und zwar spielen wir heute eine Runde die Banane. So, ich weiß, ich habe heute einen guten Tag, deswegen kriegt ihr die Banane. Ihr kriegt sie heute, aber nur für eine Runde. Aber ihr kriegt sie, keine Angst. Unten, alles klar, wir bleiben unten. Alles klar, Leute, wir bleiben unten. Alles cool, ich höre auf euch. So. Ach so, komplett weg mit der Kamera. Oh, da ist aber jemand ganz witzig, super richtig witzig. Ja. Wusa, alles ist gut. So, ich würde sagen, wir steigen einfach ganz chillig in die Sache hier rein. Gucken, was wir so machen können. Heute müssen wir ein Game gewinnen. Ein Game ist drin. Lass die Kamera in der Mitte. Gute Idee.
Meinst du hier? Aber das ist doch auch nicht so geil, oder? Aber es ist ein Kompromiss. Naja, was verdecke ich prinzipiell dadurch? Naja, prinzipiell, wenn ich einen Gegner links von mir habe oder sowas und ich möchte den dann irgendwie abschießen oder so, dann, guck mal, wenn ich jetzt hier links Gegner habe, dann ist ja mein Gesicht davor. Wenn ich aber prinzipiell die Kamera jetzt hier oben machen würde, so, weißt du? Auch mit Hintergrund und so. Nee, ich mach sie unten. Ich mach sie unten, weil wir hatten sie schon immer unten. Und wisst ihr was? Das hat bisher auch immer gut geklappt. Deswegen die Farbquelle auch gleich hier mit dran. So, und das sieht nach einem richtig katastrophal schönen Bild aus. Ja, so lasse ich das. So sieht es nach einem guten, nach einem professionellen guten Stream aus, würde ich mal sagen. Außerdem verdecke ich dadurch den Chat. Oh mein Gott, den Creator-Code, ihr habt recht. Oh mein Gott, ich habe ganz vergessen. Leute, verloren in Folge, 54 Matches. Und hier der Creator-Code. Nicht vergessen, aber ich glaube, zum Creator-Code komme ich gleich nochmal. Bleibt dafür dran, das sind sehr interessante Informationen, die ihr euch nicht entgehen lassen dürft, weil durch den Creator-Code seid ihr nämlich richtig coole Bananen. Darf ich mit dir zocken? Ach, Harry, du willst nicht mit mir zocken. Keine Angst, Mann. Keiner will das. Solange ich nicht hier die Wins hole, gibt es keinen einzigen Grund, mit mir zu zocken, Mann. So, ich muss jetzt einfach ein bisschen die Banane so ein bisschen rocken, ein bisschen gamen, versuchen zu gewinnen. Wisst ihr, wie ich meine? Ich will den Banner. Leider gibt es den Banner nicht mehr in Fortnite zu haben. Ist eins das ist halt eben so ein Item, was du nur damals bekommen konntest. Und zwar 2017. Das war damals ganz cool, als man das machen konnte. Dazu gab es auch ein Video. Wir können uns eigentlich das Video mal gemeinsam mal ansehen. Da habe ich sogar die Werbung dafür gemacht, für Fortnite damals. Und da habe ich dann auch erwähnt, dass man in Fortnite dieses Profilbild bekommen kann. Und nur die Leute, die sich damals dann Fortnite gekauft haben, durch meinen Link, die haben dieses Profilbild erhalten. Und das waren wirklich, ehrlich gesagt, nicht so viele. Ich muss ganz, ganz ehrlich sein, das waren nicht so viele Leute. So. Mitte rechts. Soll ich 500 Euro spenden? Nein, bitte nicht. Bitte wirklich nicht. Lass das mit dem Spenden. Ich habe nämlich, das mit dem Spenden, dieses Thema, das hatten wir beim letzten Mal schon so ein bisschen. Wir haben da so ein bisschen herausgefunden, dass manche Leute hier spenden und nicht so ganz richtig die Ahnung haben, was sie da eigentlich gerade tun. Und ich finde das nicht so gut. Ja. Genau, aber darüber habe ich schon in anderen Streams geredet, Leute. Und ja. Aber ich muss ganz ehrlich sein, so dieses Fortnite-Spielen, so seitdem ich Fortnite spiele, fragen mich so viele Leute andauernd, ob ich mit ihnen Fortnite spielen möchte. Das ist schon inzwischen so ein richtiger Running Gag, so fast. Warte mal, hier einmal die Dings dahin. Ah, nee, so. So. Was ist dein Creator-Code? Nasi, eine sehr gute Frage. Guck bitte über meinen Kopf. Da ist übrigens, glaube ich, jemand reingelaufen. Guck mal. Und da kommt sie, die Banane. Der erste Kill ist drin. Wird er noch weitere Kills machen? Das weiß man nicht. So, blaue Pumpgun, neues Spiel, neues Glück, neue Banane. Creator Code, Avazul. Ja! Das Problem ist, eigentlich hätte ich auch den Creator Code Arizul richtig nehmen können, aber ich weiß nicht, ich heiße halt in Fortnite Avazul. Das Problem ist, ich spiele Fortnite seit 2017, aber nicht jeden Tag und eigentlich auch gar nicht aktiv. Also ich muss sagen, die allermeiste Zeit, wo ich jetzt sozusagen gespielt habe, ist tatsächlich jetzt gerade. Jetzt, wo ich angefangen habe, so zu streamen, habe ich jetzt auch viel angefangen, Fortnite zu spielen, weil es einfach im Stream mehr Spaß macht, als alleine zu spielen. Versteht ihr, wie ich meine? Und deswegen, seitdem spiele ich halt ein bisschen mehr. Ey, ein Chuk-Chuk. Soll ich einen Chuk-Chuk mitnehmen? Ah, I mean, why not, bro? So, ich brauche nur eine Maschinenpistole eben quick. Oder irgendwie ein Sturmgewehr, irgendwas anderes als diese komische AK, weil sonst wird das hier nämlich heute nichts mit der Banane.
Eversul, bester Creator-Code der Welt. Ja, Mann, es gibt übrigens eine wichtige Sache, das wissen gar nicht viele, das habe ich nämlich auch nicht gewusst. Ihr müsst diesen Creator-Code alle 14 Tage immer wieder neu eingeben. Das ist einerseits eigentlich eine relativ gemeine Geschichte von Fortnite an sich so. Weil Fortnite, ihr wisst ja so, die Fortnite-Leute, die sind eigentlich relativ schlau so. Wisst ihr, die haben diesen Creator-Code nur ins Leben gerufen, damit die YouTuber mehr Werbung machen, dass ihr mehr Skins kauft, okay? Das ist eigentlich so dieses gesamte Schema dahinter und die YouTuber machen halt eben Werbung mit ihrem Creator-Code dafür so und das ist eigentlich ein recht schlaues Prinzip, was Fortnite dahin gemacht hat, aber was ich überhaupt nicht cool finde, ist, dass Fortnite alle 14 Tage löscht der einfach bei euch diese Eintragung da einfach. So, warte, so. Ja, die Eintragung wird sozusagen gelöscht von den Fortnite-Jungs. Warte mal, ich brauche irgendwie eine andere Art, die Sniper zu ziehen. Was habe ich denn auf E? E ist Looten. Was habe ich auf R? Auf R habe ich Nachladen. Was habe ich auf F? F habe ich Bauen. Ich brauche irgendwie eine andere Taste für mein Maschinengewehr oder sowas. Naja, ich mache einfach den hier. Okay. Was macht der Creator Code? Genau. Eigentlich kann ich das ja auch mal eigentlich erklären. Also der Creator Code, der ist eigentlich wirklich dafür da, dass ich sozusagen eine zusätzliche Geldeinnahme haben kann, ohne dass ihr sozusagen dafür direkt für mich Geld ausgeben sollt. Also prinzipiell kann man sagen, wenn ihr den Creator Code von mir verwendet und ihr kauft euch einen Skin oder V-Bucks in Fortnite an sich so und ihr habt meinen Creator Code drin, dann bekomme ich von Fortnite ein Stück vom Kuchen ab. So, das Geld, was ihr ausgegeben habt, das kommt bei Fortnite an, aber Fortnite gibt mir sozusagen ein Stückchen ab. Ich glaube, das sind keine Ahnung, wie viele Prozente das sind. Aber so funktioniert dieses Prinzip. Das heißt also, es ist eine gute Art, so dass Leute eine Möglichkeit haben, YouTuber zu unterstützen, einfach nur, wenn sie Skins kaufen. Ey, Mist! Ich bin schlecht gerade gewesen. Der Typ war ultra schlecht und ich war gerade einfach nur am Labern wieder. Egal. Was ich eigentlich sagen wollte, ist, wenn man halt hier in den Itemshop reingeht und man denkt sich so, warte mal, bevor jetzt wieder alle Leute anfangen zu schreiben, es ist der 55. Loose, ich weiß. So, wenn ihr euch jetzt bedenkt so und ihr denkt so, boah, ist das eine krasse Waffe oder boah, ist das ein krasser Ninja-Skin, boah, den muss ich unbedingt haben, dann entscheidet ihr euch halt eben V-Bucks zu holen. Und wenn ihr dann sozusagen hier unten auf Unterstützer und Creator geht und hier dann sozusagen eingebt, warte, Eversul, das ist ja mein Creator-Code, und dann auf Annehmen drückt, dann kommt dieser Haken. Und wenn ihr jetzt was kauft, kostet euch das keine V-Bucks mehr, aber von dem Geld, was ihr ausgibt, das kommt ein bisschen was bei mir an. Aber das ist halt echt nicht viel. Es ist ein ganz kleiner Prozentsatz so. Und wenn es nur einer macht, dann ist es eigentlich fast gar nicht so, aber wenn es halt mehrere Leute machen, dann lohnt sich das halt eher. Und deswegen hat das Fortnite überhaupt ins Leben gebracht, sodass die YouTuber das so bewerben. Und wenn die YouTuber ihren Creator-Code bewerben, dann bewerben sie ja eigentlich auch die Skins. So funktioniert dieses gesamte Geschäftssystem. Ich war nur 10 Sekunden weg und schon hast du verloren. Luisa, du darfst mich nicht hetzen. Bitte hetze mich nicht. Das liegt am Bananenskin. So, das war's jetzt aber auch schon mit dem... Ah, Mist. Ich muss unbedingt den Skin ändern, Junge, Alter. Diese Banane macht mich richtig wahnsinnig. Aber so ein guter Tee am Morgen vertreibt Kummer um Sorgen. Weil ich muss wirklich sagen, ich bin echt ein bisschen müde heute. Weil ich bin gestern erst um 4 ins Bett gekommen, weil ich halt mit meinen Jungs, mit meinen Freunden ein bisschen Billard spielen war. Und ich habe sogar tatsächlich gegen einen Fan Billard gespielt. Also es ist eine ganz lustige Geschichte gewesen gestern Abend. Ich gehe halt öfters mal gerne mit meinen Jungs in die Bar so und dann verbringt man dort mal gerne so einen Abend und so. Und dann habe ich gestern sogar einen Zuschauer getroffen am Billardtisch und dann habe ich halt eben eine Runde Billard gespielt gegen eine Zuschauerin. Und das war eigentlich ganz cool. Also man trifft echt überall Leute, deswegen ist eigentlich eine coole Sache. Sprich also, falls ihr mich trefft auf der Straße oder beim Billardspielen, dann sprecht mich an und wir spielen eine Runde Billard. Also wenn ich gerade irgendwo bin, wo ich Billard spielen kann, so. Wisst ihr, ich möchte mal ein Problem ansprechen. Und zwar ein Problem, was viele Leute haben, wenn sie mich auf der Straße sehen und mich ansprechen. Da gibt's immer nur so mehrere Möglichkeiten. Immer wenn ich auf der Straße angesprochen werde, ist es immer eine ganz komische Situation, weil ich nicht weiß manchmal, wie ich reagieren soll. Manchmal kommen Leute so zu mir, also die laufen mir an der Straße vorbei und sagen, Hi Roman!
und ich sag dann Hi und gehe dann halt eben weiter. Wisst ihr, wie ich meine? Weil, man hat als YouTuber immer so die Frage, ja, bleibe ich jetzt stehen und unterhalte mich mit der Person? Oder was ist los, weißt du? Man weiß ja nicht, was los ist so richtig. Wisst ihr, man weiß ja nicht so richtig, was los ist. Und meistens mache ich es dann halt immer so, dass wenn mich halt niemand so direkt nach einem Foto fragt oder sowas, dann... Oh nein. Wir hatten da was geworfen. Da ist doch hier gerade einer am Fuschen hier unten, oder? Wo ist denn der? Mist! Junge, das war richtig schlecht von mir. Aber der hat Gasgranaten gehabt. Und ne Dings. Nice. Gerade ist ein bisschen schwer wieder zu erzählen, weil sonst sterbe ich wieder. Jungs, Mädels, Freunde. Müsst mir kurz eine Sekunde lassen. Ich spiele ja auch schon die Banane. So. Wow, wow, Mist, der hat richtig Glück gehabt, einfach nur. Oh, Mist. Also, pass auf, ich möchte jetzt nochmal kurz was erklären, so. Ich mache super gerne Fotos mit Fans, so, aber ich persönlich finde es, also, ihr könnt mir ja mal eure Meinung sagen, ob ich da, oh, ich muss einen neuen Skin nehmen. Bitte, 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 gib mir den Ninja. Speichern und beenden, aber nicht der hässliche. Der normale, ohne Drache, oh Mist, jetzt habe ich den Drachen, egal, ihr müsst mir jetzt mal helfen, und zwar habe ich eine moralische Frage an euch, findet ihr das, also, wenn ich jetzt auf der Straße laufe, so, ich bin ganz normaler Roman, und ich laufe so auf der Straße, okay, ich gehe mir irgendwie einen Burger holen oder sowas, okay, und dann treffe ich einen Zuschauer auf der Straße, und der sagt dann, hey Roman, dann sag ich, hey, was geht, und ich laufe einfach weiter, so, Das ist ja eigentlich ganz normal, so, aber ich habe irgendwie so das Gefühl, die Leute wollen gerne ein Foto mit mir machen, aber die fragen mich halt nicht, wisst ihr, wie ich meine? Aber ich will auch nicht irgendwie so komisch sein und auf einmal sagen, also ihr müsst euch vorstellen, derjenige sagt so, hi Roman, ich sag so, hi, was geht, willst du ein Foto mit mir machen? Wisst ihr, das ist irgendwie komisch so, weil das ist so... Stellt euch mal vor, ihr würdet jetzt zu irgendjemandem hingehen und sagen, ey, willst du ein Foto mit mir machen? Ich bin doch YouTuber, so nach dem Motto. Wisst ihr, wie ich meine? Also es ist irgendwie eine komische Situation, wenn man einen Zuschauer trifft, der eigentlich ein Foto gerne machen möchte, aber er traut sich nicht, dich zu fragen. Aber du willst ihn auch nicht fragen, weil irgendwie kommt es auch ein bisschen komisch rüber. Wisst ihr, was ich meine so? 56. Los, ja, ist ja wieder klar, ihr denkt wieder nur an das eine. Ja, ich schreibe gleich den 56. los. Ist gut. Aber wisst ihr, das ist so die Problematik, die ich habe. Ich laufe dir hinterher. Sandra, das ist das Schlimmste, was du machen kannst. Mir hinterher zu laufen, da werde ich richtig böse. Also die Leute, die wirklich das nicht stecken lassen können, das sind die allerschlimmsten Zuschauer. Und das sind auch gar keine Zuschauer, das sind keine Fans, das sind einfach nur Stalker. Wenn du einem anderen YouTuber, der einfach gerade unterwegs ist und seine Erledigung macht, hinterher rennst und ihn verfolgst und das unbedingt sehen möchtest, was der jetzt als nächstes macht und ihn bis nach Hause verfolgst oder sowas. Alter, das ist das Schlimmste, was es gibt, Mann. Das hasse ich richtig krass. Also wenn mir jemand hinterherläuft und mich ausspioniert und so, da werde ich auch richtig sauer. Da bin ich auch nicht mehr lustig oder sowas. Nee, da werde ich richtig sauer und sag, Alter, das geht auf gar keinen Fall so. Und scheuche die Leute dann richtig weg so. Also sowas geht dann überhaupt nicht klar. Ich finde, das ist so der größte Disrespect, den man einem YouTuber gegenüber machen kann. Dass man dem einfach hinterherläuft und ihn verfolgt so. Und in der Privatsphäre so ein bisschen... Ja, beleidigt. Klar, man ist irgendwie eine Person des öffentlichen Lebens, aber das ist kein Grund, um irgendwie, einen YouTuber zu verfolgen, sozusagen.
Das ist eine echt komische Situation, deswegen, ey, bitte lauft niemals einem YouTuber hinterher, so. Also kurz mal Hallo sagen und hier kurz ein paar Worte austauschen und vielleicht ein Foto machen, das ist absolut okay. Dagegen sagt auch kein einziger YouTuber auf der Welt, glaube ich, was. Ich glaube, es gibt keinen einzigen YouTuber auf dieser Welt, der irgendwas dagegen hat, wenn man mit ihm ein Foto macht. Also, es gibt da vielleicht ein paar Verrückte oder so, aber das sind dann auch wirklich Verrückte. Also ein Foto sollte man auf jeden Fall immer machen, wenn der Zuschauer nett fragt, so. Es gibt dann aber auch manchmal so richtig coole Ausfälle. Da war ich mal, ah ja, das muss ich euch unbedingt mal erzählen. Ich war mal im H&M, ne? Einfach ganz normal, wie jeder Mensch auch. Einfach im H&M. Hosen kaufen. So, und was tut man, wenn man sich eine Hose kaufen möchte? Genau, man probiert das Ding einfach an, um zu gucken, ob der dicke Arsch da auch reinpasst. So, und dann geht man wieder traurig. Ja, nein, also auf jeden Fall, ich bin in einer Umkleide. Ich, Roman, zieh mir gerade eine Hose an. Eine private Situation nenne ich das. Eine private Situation, wo ich gerne alleine sein möchte, wenn ich mir eine viel zu kleine Hose anprobiere. Versteht ihr, wie ich das meine? So, und in dieser Situation, als ich da reingegangen bin und angefangen habe, meine Hose auszuziehen, die ich anhatte, um die andere anzuprobieren. In der Situation denke ich mir, also, warte, ich muss jetzt kurz mich wieder hier kurz in-game nochmal kurz wieder zusammenreißen. Ich bin da in dieser Umkleide drin und ziehe mir diese zu kleine Hose an, um dann wieder traurig zu bemerken, dass sie mir zu klein ist. Aber in dem Moment, wo ich dann die Hose ausziehe, kommt einfach ein Zuschauer rein. Einfach so, kommt rein in meine Kabine und sagt dann, hey, ich will ein Foto machen. Da, Alter, wirklich, da, ich finde, da ist es dann auch okay, wenn ich demjenigen dann einfach mal ins Gesicht schlage. Ich weiß, normalerweise ist sowas, also, oder mindestens gewaltvoll rausschubse, aber ich finde, das ist natürlich, man sollte niemals was mit Gewalt klären, aber manche Leute übertreiben das so krass, also und sind so penetrant, dass da wäre ich zum Beispiel bereit, wirklich jemanden auch wirklich zu schubsen und da ist es mir dann auch egal, wie der landet und alles drum und dran. Aber das ist wirklich das Verrückteste, was ich je erlebt habe, dass mir einfach einer in die Umkleiderkabine reingegangen ist, währenddessen ich meine Hose ausgezogen habe. Alter, das ist das Verrückteste gewesen, was es überhaupt nur gab. Also das ist das Schlimmste, Mann. Also da würde ich auch echt jemanden schubsen und da ist es dann mir auch egal, ob Fan oder nicht, aber sowas geht absolut gar nicht. Das ist, also da kann man mich auch gewalttätig nennen oder was weiß ich, aber das ist so meine Meinung dazu. Weil anders würde ich das, also falls da jemand reinkommt in meine Umkleidekabine, dann sage ich ja nicht so, hey, kannst du mal bitte hier rausgehen? Nein, Mann, da verstehe ich überhaupt gar keinen Spaß mehr. So, es ist absolut bescheuert. Also manche Leute treiben es echt extrem zu weit, Mann. Da denke ich mir auch nur, da hat's Gehirn einfach gefehlt. Und dann einfach nach einem Foto fragen in der Umkleidekabine. Das ist das Verrückteste, was ich jemals mitbekommen habe. Also versteht mich nicht falsch, die meisten Zuschauer sind alle super lieb und sagen, hi, was geht, alles cool. Und dann unterhält man sich ein paar Worte und so, hält sich nicht gegenseitig lang auf und einfach kurz ein bisschen schnacken. Finde ich richtig cool. Ich mache das sogar richtig gerne. Oh, manche Leute sind so blech, zum Kotzen, wirklich. Also, und da muss ich wirklich... War es ein Junge oder ein Mädchen? War ein Junge. So, keine Ahnung, 14 Jahre oder sowas. Und wisst ihr, es war... Vielleicht wollte der auch einfach nur cool vor seinen Freunden sein oder sowas in der Art. Aber, alter Vater. Also, das war schon richtig, richtig dreist, so. Da denke ich mir dann manchmal... Eigentlich ist es... Das ist so... Deswegen muss man, wenn man ein YouTuber ist und man überlegt sich zu zeigen, dann muss man genau mit dem rechnen. Weil, Leute, in dieser Welt, also als YouTuber, spricht man so viele Leute an. Und man erwischt halt eben auch manchmal Psychopathen und komische Menschen und alle Menschen, die es auf dieser Welt gibt. Wenn ihr in der Stadt unterwegs seid, dann seht ihr ja auch manchmal so verrückte Menschen. Aber wenn du YouTuber bist, dann erreichst du auch manchmal solche.
die, keine Ahnung, einfach verrückt sind, aber trotzdem deine Videos gucken. An sich ist da ja natürlich... Einfach verrückte Menschen sind das. Ich weiß nicht. Also, ich weiß nicht. Manche Leute werden wahrscheinlich irgendwie... Ja, Mann, ich mach doch schon den 56. Warte. Oh, Mann. Hier habt ihr ihn. Nehmt ihn. Und seid fröhlich mit dem 56. Tod. Ich weiß, hier habt ihr ihn. Nehmt ihn. Ich hätte ihn verprügelt. Ja, letztendlich, pass auf. Es gibt so eine Sache, Die verfolge ich schon mein ganzes Leben lang. Ich habe Kampfsport gemacht, als ich jünger war. Richtig viel sogar. Auch mit Turnier und allem drum und dran. Und mit Vollkontakt und richtig gegenseitig auf wirklich richtig eindreschen. So einen Sport habe ich gemacht. So Vollkontakt Taekwondo war das. Das war, da hast du damals... Da habe ich halt damals diesen Vollkontakt gemacht. Ich habe das so super gern gemacht und ich war da voll drin in diesem Vollkontakt und so ein Kram. Und hab dann aber auch richtig, ich hatte einen Meister so damals, als ich Taekwondo gemacht habe. Und der hat dir halt beigebracht, wie man sich richtig verteidigt und so, aber er hat dir halt eben auch beigebracht, wie man eigentlich mit Gewaltsituationen und so ein Kram eigentlich umgehen müsste. Und egal wie stark du bist und egal was du für einen Kampfsport machst und sowas, es ist niemals das richtige Gewalt immer als erste Lösung oder sowas zu nehmen, sondern das ist wirklich das allerletzte, was es gibt. Und das ist so das Schema, nach dem ich lebe. Ich möchte mich eigentlich nie in meinem Leben prügeln. Ich hasse eigentlich Prügeleien und alles, was mit Gewalt und so ein Kram zu tun hat. Aber manchmal, Leute, ist es einfach unmöglich. Manchmal ist es einfach unmöglich, das zu umgehen, so. Wie zum Beispiel, wenn mir jemand in die Umkleidekabine reingeht. Das ist der größte Privateinbruch, den ich überhaupt nur habe bei einem bei einer fremden Person, so. Oh, hab ich Glück gehabt. Das war pures Glück, dass ich ihm jetzt einen Headshot gegeben habe. So, wo ist die goldene Sniper? Wo habe ich die goldene Sniper hingelegt? Relax mal kurz. Goldene Sniper ist schön und gut, aber... Hier nochmal den hier trinken, der sollte... Oder füllt er mich auf? Der füllt mich auf, ne? Ich nehme aber die Minis mit. Ah ne, das ist nur einer. Dann nehme ich lieber den mit. So. So, wo sind wir stehen geblieben? Genau, auf jeden Fall, ich habe im Taekwondo halt gelernt, dass Gewalt immer das allerletzte ist, was man eigentlich auswählen sollte. Und das möchte ich auch jedem weitergeben, weil wirklich derjenige, der anfängt zu schlagen, hat keine Worte mehr und möchte sich dann irgendwie damit wehren. So. Das ist ein Zeichen von Schwäche, wenn man sich sofort schlagen möchte. Deswegen, solche Leute, die voll die Prügeltypen und sowas in der Schule sind, das sind einfach Loser. So, Punkt aus Ende. Gibt es eigentlich keine andere Beschreibung dafür. Und man sollte sich wirklich nur wehren. Wo ist derjenige? Man sollte sich wirklich nur wehren, wenn man irgendwie angegriffen wird oder sowas in der Art. Ich sehe dich. Hey, der steht da. Der ist AFK, oder? Hey, der ist einfach gerade weggeflogen, Alter. Alright. Wirklich, Gewalt ist wirklich das allerletzte, was man benutzen sollte. Und zwar, um sich zu verteidigen. So, das ist das Allerwichtigste. Und nach dem Schema lebe ich so. Ich bin auch mal ins Taekwondo gegangen, ja. Also ich habe Taekwondo auch gemacht und zwar 6 Jahre lang. Und ich habe den blau-roten Gürtel am Ende gehabt. Blau-rot war das, ja, genau. Also bei uns waren diese Gürtel, erst hast du weiß gehabt, dann hast du weiß-gelb gehabt, dann hast du gelb gehabt, dann hast du gelb-grün gehabt, dann hast du grün gehabt, dann hast du grün-blau gehabt, dann hast du blau gehabt, dann hast du blau-rot gehabt. Und das hatte ich.
Aber ich hätte eigentlich auch den schwarzen machen können. Aber ich war einfach zu faul, diese Dings zu üben. Also das ist jetzt mega der Taekwondo-Talk, den wir hier machen. Ich weiß, ist jetzt mega aus dem Nähkästchen geplaudert. Aber ich hatte nie Lust, überhaupt nie Lust, diese Gürtelform auswendig zu lernen. Weil du musstest da damals immer so, so Positionen und Formeln und sowas auswendig kennen, wie du dich bewegen musst und so ein Kram. Das war mir immer zu blöd und ich hatte da keine Lust drauf. Das hat mich an Schule erinnert, so ein bisschen. Deswegen habe ich es nie gemacht. Ich mache Judo. Ja, ich hatte, Alter, ich habe auch so eine kleine Story. Ich hatte eine in meiner Klasse damals und wir haben die immer geärgert. So, weil die so klein war. So, das war einfach ein kleines Mädel und wir haben die nicht gemobbt oder so, sondern wir haben die so ein bisschen geärgert. Und einmal haben wir die so auf die Palme gebracht mit dem Ärgern, dass die einfach einen von uns genommen hat und die hat den so krass aufs Kreuz gelegt und danach hat sie uns gesagt, dass sie Judo kann. Und das hat man auch gespürt, dass sie Judo kann. Und seitdem haben wir sie nie wieder geärgert. Also an sich ist es eigentlich gar nicht mal so schlecht, wenn man solche Sachen kann. Wie Dings. Ah ja. Ehrenmann. Einfach gestorben, der Junge. Einfach tot, der Junge. Einfach tot. Oh Mann. Ich mach Karate. Ja, Karate ist auch heftig. Aber wisst ihr, ich weiß nicht. Karate gab's bei mir, glaube ich, hier nicht in der Nähe. Aber Karate ist ja auch eher so... Wobei, ich habe keine Ahnung von Karate eigentlich. Ich habe nur Ahnung von Judo und von Taekwondo. Das sind so die zwei einzigen Sachen, die ich so ein bisschen kenne. So, der Roman Romanski muss sich jetzt mal langsam auf einen Berg verziehen. Langsam wird es Zeit für mich, auf einen Berg zu gehen. Da muss ich aufpassen, weil es gibt viele Leute, die sich gerne auf den Berg verziehen. Guck mal, eine goldene P90. Ist da oben einer? Nee. Ja, jetzt muss ich gucken, was ich hier mache und wo die nächste Dings wahrscheinlich ist, ne? Ja, ne? Hoffen wir mal, dass der Kreis bei mir bleibt und dass wir uns hier mal ein bisschen verteidigen können. 8 Leute leben noch hier. Doch, da hinten ist sogar einer. Mal gucken, wenn er rausguckt, dann kann ich vielleicht versuchen, dem sein kleines, baut er sich überhaupt hoch? Nee, Mann, der versteckt sich einfach nur. Der versteckt sich ja wie eine Kugel da drin. Ey, der baut richtig zu, der Junge. Thanks for your items, man. So. Wollte er mich einfach rushen, der Gute. Aber no, no. This one I don't accept. Ich gehe mal wieder in meine Bude hier rein. Das war's mit deiner Bude, Kumpel. Baut sich doch da wieder hoch, gell? Oh Mann, der ist viel zu weit weg, Mann. Der Typ, der da runtergefallen ist mit seinen Items, was hat denn der dabei gehabt? Hat er hier sowas wie ein... Ja.
Raketenwerfer halt, ne? Raketenwerfer ist eigentlich schon eine nice Sache, so. Mist. Jetzt verkergel's ich gerade. Ich muss das Bauen noch ein bisschen üben. Also der Typ da hinten, der will ja gar nicht rauskommen. Der will einfach nur gewinnen. Da drin ist auch einer. Wo sind denn die anderen? Ich kann nur helfen. Oh, Mama. Nein! Ich hab's gewusst. Oh, ist sogar eine Quest, super. Das war ein kleiner Fehler und ich habe leider auch nichts zum Heilen da. Ich wurde aber von unten irgendwie abgeschossen. Alter Mann, schon wieder. Oh Mann, ich hatte 7. Oh Mann, oh Mann. Oh Mann, oh Mann. Was, 7700 Siege hat der gehabt? Der Typ gerade eben? Der hat 7700 Siege? Oh nein. Echt jetzt? Der Typ, den ich jetzt am Ende hatte, der hatte 7700 Siege? Yo, wie hieß der? Oh Mann, jetzt bin ich im Sturm hängen geblieben. Oh no. Oh Mann, das ist so. Pass. Oh Mann, Mist. Richtiger Mist, ey. Oh Mist. Ich hab's wieder so probiert, Mann. Ich nehme jetzt den normalen. Ich hasse diesen Echsenkönig. Oh Mann, jetzt zitter ich wieder am ganzen Körper. Roman, gut gespielt. Ey, danke, Mann. Aber ich war am Ende wieder
Ich hatte am Ende einfach wieder keine Ahnung, was ich getan habe, okay? Wisst ihr? Ja, ja, ich mache ja den Loose wieder rein, alles gut. Hier, 57. ist es. Ich weiß, ich weiß. Also die Runde war schon viel besser. TSMDT ist das. Wer ist TSMDT? Warte mal. Ich gebe mal ein Fortnite Tracker. Und dann suche ich in diesem Fortnite Tracker jetzt TSM-DT. Digga! Laber kein Müll, das der hatte gar keine. Oh nein, der war richtig schlecht. Der war richtig schlecht. Ich hätte ihn holen können. Ich hätte ihn einfach holen können. Es war der Typ, gegen den ich gerade verloren habe. Der Typ, gegen den ich gerade das One vs. One verloren habe, hat noch keinen einzigen Sieg diese Season gehabt und hat noch nichts gerissen. Und er hat eine KD von 0, irgendwas. Oh nein. Oh nein. Oh. Mein Herz tut weh. Ich bin einfach im Sturm gestorben. Ey, manchmal tut mir das Herz einfach weh. Manchmal tut mir das Herz einfach weh. Und heute ist so ein Tag. Oh. Oh. Naja, immerhin war es eine gute Runde. Roman, du kannst doch ein Busch sein. Ey, Bro, heute mache ich keinen Busch. Aber ich muss heute auf jeden Fall nochmal versuchen, hier einen guten Win zu holen. Trink Lidl-Wasser vor der Kamera. Ey, wenn du jeden Stream geguckt hättest und würdest du jetzt wissen, dass ich safe jetzt sterbe. Aber ich gehe in die Mitte und hole mir jetzt hier ein Item. Okay. Okay, alles gut. Mann, von allen Seiten. Ihr wisst Bescheid. Oh Mann, du hast gut gespielt. Danke, Markus. Ich habe wirklich mein Bestes probiert, aber ich habe wieder, also um ganz ehrlich zu sein, ich kann euch sagen, wann ich gewinnen werde. Ich weiß das. Wenn man schon so sicher ist, dass man selbst im One vs. One keinen Druck bekommt und man sich immer noch total clean fühlt und man weiß ganz genau, Alter, ich habe gar keinen Druck, ich pack das jetzt so. Und man kein Herzrasen bekommt. So wie ich. Ich bekomme immer Herzrasen. Wenn ich One vs. One spiele, Junge, mein Körper so. Weißt du? Und das ist das Problem. Gerade eben, ich hatte gar kein Problem. Ich habe einfach gespielt und einfach einen nach dem anderen geholt. Die Leute haben sich zwar hochgebaut und ich bam, bam, bam. Immer, die ganze Zeit. Zack, zack, zack. Und dem hier. Ist überhaupt gar kein Problem. Aber diesmal hat es einfach nicht geklappt. Spiel Teams. Nein, Teams ist nur was für Loser. Okay, also nimmt's nicht ernst so. Ihr wisst ganz genau so, man kann auch kein Loser sein und Teams spielen. Aber ich mag Teams nicht. Ich glaube, das ist ein Zuschauer, habe ich irgendwie das Gefühl. Oder doch nicht. Übrigens, auf meiner Tasse steht Poman drauf. Es ist eigentlich auf Kyrillisch geschrieben und heißt Roman, aber wenn man es so liest, heißt es Poma. Hat mir ein Zuschauer geschenkt. War ganz cool. War ein echt netter Junge. Ah. 58. Ich schreib gleich. Alles gut. Ja, ich hab gleich. Muss jetzt erstmal kurz landen. Voll ärgerlich, ja. Aber wisst ihr was? Es ist nicht ärgerlich, weil es war eine gute Runde. Ich habe gerade 7 Kills oder 8 Kills gemacht. Und ich bin einfach beim Letzten gestorben. Oh, das war so traurig. Oh, manchmal tut es richtig, richtig weh. Aber nur durch diese Niederlagen lernst du einfach besser zu spielen. Und ich muss sagen, ich spiele jetzt auch inzwischen viel besser. Ich spiele wirklich so, dass ich mich schon fast sicher fühle beim Spielen. Wisst ihr, wie ich meine? Zum Beispiel jetzt. Ich fühle mich eigentlich relativ sicher. Ich weiß circa, wo die Gegner sind. Ich weiß, wo die Spots sind. Man fühlt sich einfach nach einer Zeit in diesem Spiel ein bisschen mehr geborgen, so. Oh, der hat einen Chuck-Chuck. Eine Chuck-Chuck.
darf mich hier halt keiner sehen, wie ich dieses Ding hier wegsaufe. Ja, ja, ja. XXXXX. Und let's go. So, das ist ein lila Item, aber ich weiß nicht ganz, was das ist. Da kommt, glaube ich, gerade ein Gegner. Kann das sein? Na, eine P90. Ja, da ist sogar einer. Okay, erst mit der AK. Boom, 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 boom. So, und jetzt kann ich. Ich brauche so eine Stinkkanone. Ich brauche noch ein bisschen mehr Gewehrschuss. So. Da hinten ist noch mal einer. Mann, bei Loot Lake sind immer so viele Menschen, Mann. Ich wollte bauen. Ich wollte doch so sehr bauen. Aber ich hab gedacht, die Pupskanonen machen das. Ich hab gedacht, die Pupskanone. Roman, Pumpgun, man. Ja, ich hatte leider keine Pumpgun. Aber wisst ihr, Loot Lake verliere ich immer, weil das sind viel zu viele Leute und viel zu wenig zum Bauen. 58, das war jetzt 59. 59. 59 Star Loose. Wir feiern bald wieder das nächste, das nächste, ihr wisst, was ich meine, Jubiläum, so wie immer eigentlich. Ah, hier gibt's ja im Stream gibt's hier die ganze Zeit ein Jubiläum nach dem anderen. Streamst du live oder verzögert? Ich streame, das erzähle ich nicht. Ich sag euch nicht, ob ich live oder verzögert spiele. Das werde ich euch niemals erzählen. Weil sonst werden die Leute ja umso mehr Stream-snipen. Wisst ihr, wie ich meine? Und das ist nicht das, was ich möchte. Was ich möchte, ist, dass ihr den Creator-Code Avazul benutzt. Oh yeah, der beste Creator-Code der Welt. Den Tanz will ich haben, der sieht cool aus. Lässiger Beat. Ja, ich glaube, ich gehe einfach wieder in meinen Pleasant Park und verziehe mich da. LKW-Spiel gibt's heute leider nicht. Heute gibt's das Doktorspiel. Aber das Doktorspiel, das wartet noch ein bisschen. Ich hab's schon gekauft und schon installiert und runtergeladen, so ein Kram. Aber gerade habe ich noch keinen Bock da drauf und ich spiele das erst wieder, wenn ich keine Lust mehr habe auf Fortnite. Du spielst verzögert. Ja, ich spiele wahrscheinlich doch verzögert. Ich weiß es nicht. Keiner weiß es. Kennst du Plants vs. Zombies? Ja, kenne ich. Das ist aber auch wieder so ein Handyspiel, oder nicht? Oder ich glaube, das gibt es sogar für PC. Bin mir aber nicht mehr so ganz sicher. Wir haben gerade eine Spende von 5 Euro reinbekommen. Vielen Dank. Ich lese gleich den Namen vor. Ich bedanke mich bei dir. Oh, Junge, das war knapp, Mann. Zum Glück hat es die Spitzhacke getan, ey. Wow, wow, das war richtig gut von dem, hat er verdient. So, wir haben 5 Euro Spende reinbekommen von Gianni. Danke Gianni, danke, danke für deine Spende, das ist sehr nett von dir. Ich hol mir kurz was zu trinken, bis gleich.
Für den guten alten Roman ist jetzt auch Mittagsessenzeit. Ihr wisst, Streamer bestehen nicht aus Robotermaterial, sondern aus Fleisch und Blut. Und deswegen muss auch ein Roman manchmal was essen. Deswegen würde ich gleich sagen, lass uns mal ein paar Videos ansehen gleich. Im Stream. Falls ihr so also einen Videowunsch habt, was wir uns gleich ansehen können, währenddessen ich esse, weil ich habe nämlich gerade mein Essen bekommen, können wir ein paar Videos gucken. Sechzigster Tod. Ja, Mann, ihr habt recht. Trico schreibt, ich habe noch nichts gefrühstückt. Trico, ich kenne deinen Schmerz, Mann. Aber jetzt nicht mehr, weil ich habe jetzt Essen schon auf dem Tisch und ich kann mir gleich gönnen. Was gibt's denn so, was ich mir ansehen könnte, wo ihr sagen würdet, Roman, das ist ein Video, das ist das lustigste Video, was du dir überhaupt nur angucken kannst. Am besten bitte ohne Copyright. Und ohne, dass ich sofort meinen Channel verliere, wenn ich das streame. Dankeschön. Also am besten... Also wir können jetzt keine Folge Pokémon oder sowas gucken. Wisst ihr, was ich meine? Guck Fischgang. Ey, ihr müsst dringend aufhören, die ganze Zeit nur Fischgang vorzuschlagen. Ich habe das Gefühl, manche Leute von euch gucken keine anderen Videos außer Fischgang an, ey. Oh, Mist. Ja, okay. Eine Nicht-Lachen-Challenge, okay, das machen wir. Eine Nicht-Lachen-Challenge, ich suche uns eine raus, okay? Mal gucken, was es so auf dem Markt gibt. Irgendwas, wo ich nicht lachen muss. Okay? Oder ich habe auch eine Idee, was wir machen können. Wir können dieses Ding spielen. Fehler finden. Kennt ihr dieses Fehler finden, ne? Man macht das richtig oft, da ist eine neue Folge rausgekommen von, oh Mist, jetzt ist mein Fortnite. Jetzt habe ich wieder keine Chance, es zu machen, weil ich Fortnite im Vollbildmodus habe, gell? Jetzt pass auf, ich mache mal Fortnite zu. Dann mache ich Gameplay, dann wieder normal. Und dann hier Bildschirmaufnahme. Ich mache das hier alles zu. So, Mann, warum geht das jetzt wieder nicht? Jetzt will er Mauszeiger anzeigen, zurücksetzen, Mauszeiger anzeigen, okay. Warum will er das jetzt wieder nicht machen? Zurücksetzen, okay. Ich finde das so komisch, irgendwie... Macht ihr das nicht mehr? Fensteraufnahme? Kingsaw YouTube Channel. Ey, doch, jetzt geht's. Aber er will wieder nicht. Er zeigt mir zwar das Bild an, aber will's mir wieder nicht anzeigen. Aber ich verstehe nicht, warum er das macht. Mann, ich hasse mein Streaming-Setup. Manchmal ist es echt mega nervig. Aber ich weiß auch nicht, woran das liegt. Weil, warte mal, ich muss jetzt mal hier... Ich mache jetzt mal meine Spielaufnahme einfach aus. Jetzt gehe ich auf Desktop und will jetzt meine Fenster... Guck mal, die Fensteraufnahme ist da. Die ist aber einfach nur schwarz. Kingsaw YouTube Channel. Aber der will wieder nicht. Oh Mann, warum ist mein PC immer so... so ranzig? Ich verstehe nicht, warum er das macht. Also ich glaube, damit es wieder funktioniert, weil Facecam funktioniert. Gameplay funktioniert nicht. Das ist immer nur, wenn ich die Spielaufnahme komplett lösche. So, einfach gelöscht. Dann gehe ich auf Desktop und die Fensteraufnahme, die lösche ich jetzt auch. Und dann mache ich hier einfach Bildschirmaufnahme.
Bildschirmaufnahme 3 geht auch nicht. Doch! Es geht! Woohoo! Oh mein Gott. Was ein Leben hier. Skating Loop is so mental, more than physical. Guck mal, wird das jetzt wieder laggen bei mir? Fängt das jetzt wieder an zu laggen einfach? Mann, das ist wieder... I knew that I could do it if I figured out the Selbst die Werbung laggt bei mir. Ich kann mir jetzt wieder kein Video angucken. Warum ist das so? Warum laggt mein PC? Warum tut er das? Warte mal, vielleicht, wenn ich jetzt einfach mal einen anderen Explorer benutze. Jetzt nicht Google Chrome, sondern einfach was anderes. Und zwar so einen hier. Geht das hier besser? Stau macht uns gar nichts. Okay, ist egal. Mit dem dürft's gehen. Lass mal die Fehler suchen. Und ich kann nebenbei ein bisschen was essen. Schon einige Werbung da drin. Das Video ist wieder voll laut, gell? Wo ist denn da der Fehler? An den Haaren locker. Ja, Mann, der Fehler ist bei den Haaren. Ich hab den Fehler gefunden. Habt ihr den gefunden? Das ist zwar schwer wegen meiner Facecam, aber ich zeige ihn euch, kurz bevor die Zeit abläuft. Guck mal, hier ist der Fehler, bei der Perücke. Hier bei der gelben Perücke ist der Fehler. Ich hab den gefunden gerade einfach. Guck, genau da war der sogar. Richtig gut, ey. Alter, das war voll schwer gerade. Ich finde den Fehler irgendwie nicht. Da fehlt doch eine Kugel im Hintergrund. Ja, doch, die grüne Kugel im Hintergrund. Die da, die da, die da. Die hier fehlt. Die grüne Kugel fehlt hier. Kugel fehlt. Hab's. Oh Mist, wo ist da der Fehler? Ey, ich hab keine Ahnung, wo der Fehler ist. Beim Hut ist der Fehler nicht. Bestimmt bei den Streifen vom Zebra, oder? Nee, Mann, keine Ahnung. Dieser eine kleine Stern. Ihr habt es sogar gefunden. Oha, ihr seid voll gut. Ich hab's nicht gesehen. Wo ist der Fehler? Bei den Tatzen locker, oder? Oder irgendwo an den Haaren. Ey, ich sehe den Fehler einfach nicht. Da, am Fuß, rechter Fuß. Hier an dem Fuß. Da ist der Fehler. Hab ihn.
Oh. Ich seh's nicht. Ich seh's nicht, Mann. Ich seh das einfach nicht. Ich kann nichts erkennen. Ich finde den Fehler nicht. Nee, ich hab's nicht. Keine Ahnung. Oh! Der haben einfach die Ohren gefehlt. Und ich hab das nicht gesehen. Oh. Ich hab's! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Hier! Hier unten ist der Pinguin und hier ist er nicht. Oh mein Gott, das war hart. Das war richtig hart. Das war crazy. Unten der Pinguin. Alter, hier ist so viel Werbung. Ich muss die ganze Zeit die Werbung wegklicken. Ey, ich habe keine Ahnung. Ich sehe nichts. Ja, ich habe den Fehler nicht gefunden. Keine Ahnung, wo der ist. Da war ein Streifen mehr. Und ich habe sogar auf die Streifen geachtet, aber ich habe es einfach nicht gesehen. Ich hab's. An der Schulter hier. Dieser Streifen. Aber es war easy. Verrückt, was? Du bist so cool wie Superman. Nicht ganz. Du hast den Bus mit dem Blitz getroffen und die Leute fast umgebracht. Und dann habe ich den Bus aufgefangen. Shazam. Ab 4. April im Kino. Locker irgendwas an der Maserung von der Frau, aber ich habe keine Ahnung was. Ich habe es nicht gefunden. Na, hä? Warte, wo ist da der Fehler? Ich sehe den Fehler nicht. Wo ist da... Yo! Alter, hier ist einfach dieser kleine Punkt weg. Alter. Puh. Ganz schön schwer, Mann. Warte, muss doch mal kurz jemand aus dem Chat bannen. So. Ach, der ist sogar schon gebannt. Ja, okay, gut.
Achso, ich suche gar nicht. Oh Gott, oh Gott. Ich habe es bisher noch nicht gefunden. Warte. Die Maserung der Giraffe, alles gleich. Die Augen sind nicht... doch, die Ohren. Ist das an den Ohren gemacht? An den Ohren von Dings? Bestimmt irgendwo im Hintergrund. Irgendein Hochhaus oder sowas. Weil die zwei sehen exakt gleich aus. Mist. Es ist der Hals von der Giraffe. Locker, oder? Ist es der Hals? Nein, Mann. Alter, das ist so schwer. Wie soll man das denn herausfinden, ne? Dass da jetzt dieses Hochhaus da hinten wurde einfach um die Hälfte gekürzt. Oh, es ist so schwer. Das war mal wieder eine heftige... Also, das war eine heftige Runde. Das war echt heftig. Ich bin noch mal kurz in der Pause und mache mich kurz fertig. Und dann spielen wir gleich weiter. Bis gleich. So, okay, bin wieder da. Hab grad nochmal eine Frage gesehen. Warum bannt Roman Leute aus dem Chat? Das liegt daran, weil sich sehr viele Leute nicht benehmen können. Also mit nicht benehmen meine ich, benehmen sich absolut daneben und werden dementsprechend, also bei mir ist es so, weil ich nämlich nicht so die ganze Zeit mich um jeden Einzelnen die ganze Zeit kümmern kann, wenn man sich einmal daneben benimmt, und zwar so richtig, weil ich bann nicht so schnell, okay, bin ich mal ganz ehrlich, ich bann nicht so schnell, aber wenn sich jemand daneben benimmt, dann ist bei uns im Chat die Regel, derjenige wird für immer und ewig gebannt und die einzige Möglichkeit, wie man wieder schreiben kann, ist, wenn man sich einen komplett neuen YouTube-Account erstellt, okay? Deswegen, ja, tut mir leid für die Leute, die gebannt werden, aber es werden wirklich nur Leute gebannt, die wirklich, wirklich, ja, das verdient haben, sozusagen. So. Es geht weiter mit Fortnite. Fortnite ist unser Game für heute. So, und dann später können wir noch mal ein bisschen reingucken. Spielaufnahme, neue Spielaufnahme stellen. Beliebige Vollbild sollte eigentlich gleich was kommen. So. Guck mal, da ist zum Beispiel einer, der wollte jetzt einfach wieder gebannt werden und dann wird er halt auch gebannt, so, weißt du? Aber irgendwie, ich muss ganz, ganz ehrlich sein, dieser YouTube-Chat, der ist richtig, wow, warum ist das Spiel so groß? Ups, so, und so, und so, und dann einmal 1, 2, 3, 4, 5, und ganz unten, perfekt. Ich finde, um ganz ehrlich zu sein, dieser Chat in YouTube, der ist irgendwie viel schlechter als Chats von anderen Livestreaming-Plattformen, die ihr so kennt. Wisst ihr, wie ich meine? Also, ich finde, der Chat von... Was wir prinzipiell einfach machen können, also was ich machen kann, ist, ich kann zum Beispiel aktivieren, dass nur Kanalmitglieder, das heißt wirklich nur Leute, die jetzt gerade Mitglieder sind, das sind die einzigen, die jetzt schreiben dürfen, sozusagen. Sollte, glaube ich, gleich aktiviert sein. Irgendwie sowas.
Und dann irgendwann wird der Chat jetzt ruhig sein und nur die Leute, die jetzt zum Beispiel Mitglieder sind, die sind in der Lage zum Beispiel jetzt zu chatten. Also das würde ich dann aktivieren, wenn mir der Chat irgendwie zu bunt wird. Ihr wisst, was ich meine. Aber irgendwie, 60. Tod, stimmt, ihr habt recht. Jubiläum! So. Aber guck mal, das Problem daran ist, ich habe das jetzt sogar aktiviert und es geht einfach nicht. Also ich finde, dieser YouTube-Chat und diese Einstellungen von diesem YouTube-Chat, die sind so komisch, weißt du, ich meine? Also komisch im Sinne von einfach schlecht so. Und ich würde mir wirklich von YouTube wünschen, dass die das irgendwie so anpassen, dass dieser Chat einfach moderner ist so. Aber irgendwie wird es wahrscheinlich noch ein bisschen brauchen, bis der Chat irgendwie moderner ist. Mit coolen Smileys und nicht diese Standard-Smileys, die man vom Smartphone und so kennt. Wisst ihr, ich meine? Ich finde, diese Standard-Smileys sind echt mega ranzig. Mist! Wisst ihr, ich meine? So, jetzt habe ich das. Jetzt ist, glaube ich, sogar. Ey, ich kann nichts einstellen. Ich kann nicht mal das irgendwie, wenn mein Fenster oder sowas im Livestream, warte, ich mach nochmal kurz den 61. Tod rein. Bei YouTube, wenn mein Fenster zu lang lädt, dann lädt mein Livestream bei mir nicht mehr und es zeigt mir auch nichts mehr an und ich kann auf einmal Leute auch nicht mehr bannen und ich kann nichts machen. So, ich bin jetzt mal bei Live-Chat. Und dann gibt es noch Top-Chat. Also ich finde das irgendwie so richtig komisch so ein bisschen. Ich weiß nicht, was ich vom YouTube-Chat halten soll. Also, I don't know. Es dauert wahrscheinlich noch ein bisschen, bis ich da reinkomme. Aber ich würde mir halt wünschen, dass dieser YouTube-Chat einfach ein bisschen cooler ist, so. Aber ich weiß nicht so ganz, was dem fehlt. Wisst ihr, wie ich meine? Also, ich habe schon eine Filterfunktion und so drin, dass die meisten schlechten Nachrichten von, oder Spam-Nachrichten, so, wenn ihr zum Beispiel hunderte Smileys schreibt, also so wirklich 100 Stück auf einmal, und dann sendet ihr das ab, dann steht bei euch halt dran, dass es gesendet wird, aber YouTube löscht es in echt und keiner sieht's, wisst ihr, was ich meine? Und bei YouTube gibt's auch so ein Konzept, wenn ich jetzt zum Beispiel, ich erkläre das jetzt einfach nur kurz, wenn ich jetzt zum Beispiel sagen würde, ich banne jemanden und ich würde jetzt einen Zuschauer aus dem Chat einfach bannen. Dann hat YouTube das so eingestellt, dass denjenigen, den ich banne, der merkt nicht mal, dass er gebannt ist. Das bedeutet, derjenige chattet trotzdem weiter, der chattet und chattet und es ist ihm auch alles egal, weil es steht nicht dran, dass man aus dem Chat ausgeschlossen wurde, sondern keiner sieht mehr deine Nachrichten. Das heißt also, das Bannen auf YouTube heißt eigentlich gar nicht bannen, sondern einfach nur ich kann einfach nur die Chatnachrichten ausblenden. Das ist das Einzige, was ich machen kann. Wisst ihr, was ich meine? Und das ist irgendwie, ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Mann, jetzt habe ich wieder nur Müll bekommen, ey. Lass mal gucken, ob hier vielleicht was auf dem Dach drauf ist. Oh, Mist. Wieder keine Waffe, nur Munition und Bandagen. Ich fühle mich toll. Ich fühle mich toll. In der Mitte auch keine Waffe. Keine Waffe einfach wieder. Nichts an Waffen wieder bekommen. Oh, das ist so ätzend, Mann. Ich krieg einfach keine Waffe. Hier, ich muss jetzt wieder in die Mitte dieses Fußballfeldes da reinlaufen und einfach nur hoffen, dass die Leute mich nicht sehen. Einfach nur hoffen. Bitte gib mir diese Kiste. Bitte. Danke. Oh ja, Mann, ein Revolver. Oh, lass mal in der Garage gleich nochmal kurz gucken. Wieder nichts. Mama, heute eine gute Runde hier. 61. Runde verloren. Ja, hab ich. Also, auf jeden Fall, ich würde mir wünschen, dass ich halt eben als YouTuber irgendwie mehr sozusagen zu sagen habe in meinem eigenen Chat und dass ich auch Leute richtig bannen kann. So, dass ich würde es zum Beispiel auch richtig cool finden, ne, wenn man so bannen könnte, dass manche Leute nicht mal zuschauen können. Boah, das wäre mega krass, so. Dass einfach Leute, die sich nicht benehmen, dass die nicht mal zuschauen dürfen, so. Das wäre das Coolste, glaube ich, so. Aber das geht halt leider nicht. YouTube bietet halt nur an, dass man denjenigen stumm schaltet. Und das Problem ist, derjenige, der wird dann einfach weiter beleidigen. Und der ganze Chat an sich sieht das nicht. Aber mir werden trotzdem Nachrichten angezeigt, die nicht angezeigt werden. Versteht ihr, wie ich das meine?
Ist ein bisschen kompliziert, ich weiß. Das ist so ein komisches Prinzip, was YouTube macht. Statt einfach zu sagen, ey, ich kann Leute aus dem Chat einfach ausschließen, sodass sie gar nicht mehr lesen oder gar nicht mehr schreiben können, weil sie sich halt eben daneben benommen haben, macht das YouTube irgendwie so komisch, dass sie sagen, ja, Nachricht wird einfach nicht angezeigt. Aber derjenige kann trotzdem weiterschreiben und derjenige merkt nicht mal, dass sie nicht angezeigt wird. Also, keine Ahnung, was ich davon halten soll. Ist da jemand? So, ich muss jetzt hier erstmal kurz wieder ein paar Drinks trinken. Oh Mist, der eine ist ja abgehauen von mir. Schade, schade, Schokolade. Oh Mann! Es ist echt schwierig gegen diese Leute. Das ist wirklich richtig schwierig, Mann. 62. Tod. Ja, ihr habt recht. Also, ich habe da ein Problem, was ich endlich mal beheben muss. Ich muss verstehen, dass wenn diese Leute die ganze Zeit anfangen, diese Türen zu setzen, muss ich da eine Tür reinsetzen. Wisst ihr, wie ich meine? Aber stattdessen schieße ich da einfach nur wie ein Trottel die ganze Zeit rein und warte einfach, bis derjenige mich tötet, weißt du? Aber der Typ war gut. Er hat sich hochgebaut, zack, war oben, war über mich und dann hat er mich einfach geholt. Er war wirklich gut. Deswegen muss ich wirklich mich geschlagen geben gegen den. Hallo Roman, hi Chaos Melone, alles gut? Aerosol ist cool. Danke David, danke dir dafür. Aber ich muss das verstehen. Ich muss verstehen, dass wenn die Typen so eine Wand bauen, beziehungsweise wenn die sich die ganze Zeit so barrikadieren wie der eine, und das werde ich jetzt auf gar keinen Fall nochmal den Fehler machen, ich werde dann anfangen, so ein Ding, so diese Wand, die werde ich erst kaputt schießen, ne? Das heißt so, und dann setze ich meine Wand schnell hin und dann schnell bearbeiten und gehe. Aber wisst ihr, was ich ändern muss? Ich muss bei mir die Taste ändern fürs Bearbeiten. Ich finde nämlich, G ist eine sehr schlechte Taste zum Bearbeiten. Und ich glaube, ich werde sogar die mittlere Maustaste... Ich werde die mittlere Maustaste zum Bearbeiten nehmen. Ich glaube, das wird gut. Ich glaube, ich mache das sogar. Gibt es irgendwas, was die mittlere Maustaste eigentlich... Was die mittlere Maustaste eigentlich bedeutet? Ich glaube, die mittlere Maustaste ist auf nichts gebindet. Also auf wirklich nichts. Und dann habe ich eigentlich alles, was ich benötige, auf der Maus gebindet. Und zwar bearbeiten, Wände bauen und alles andere. Oh Mist, jetzt ist da wieder einer vor mir reingelaufen. Und ich krieg wieder nur Verbände. Verbände. Oh Mann. Ich muss jetzt schnell hier eine Waffe drin finden. Munition. Keine Waffe, Küche, keine Waffe, hinter mir ist einer reingelaufen, der sucht auch eine Waffe, Keller, keine Waffe.
Ey, dieses Spiel mag mich einfach nicht. Oh Mann, das ist der 3. Ey, manchmal ist das so eine miese Sache, dass man einfach gar keine Waffe bekommt. Aber was ich jetzt ausprobieren möchte, ich gehe jetzt mal bei Controls hier hin und werde mal die Bearbeiten-Taste, die ja auf G standardmäßig ist, mal auf mittlere Maustaste mal machen. Kreativobjekt fallen lassen. Nee. Ich brauche hier Kugler, Boost ist bei mir G. Aber ich brauche Fahrzeughupe. Na, eigentlich brauche ich nicht Kommunikation. Bauen, hier. Treppen, bla bla bla. Baumaterial ändern. Beim Bearbeiten ducken. Wo ist denn das? Reparieren, aufrüsten, Gebäude platzieren. Ich brauche dieses Bearbeiten, Bestätigen. Wo ist denn das? Gebäude platzieren, Falle, Dach. Dach ist bei mir frei, ich brauche gar kein Dach. Boden F. Wann? Während des Bauens ducken. Linke STRG. Ja, aber, hä? Kann mir mal jemand sagen, was dieses Bauen, Bestätigen, dieses G... Kann man das irgendwie umändern? Bauen. Hier. Baumaterial. Beim Bearbeiten ducken. Hä? Bauänderung zurück. Gebäude drehen. Was ist denn? Gebäude platzieren. Linke Maustaste. Falle, Dach, Treppen, Boden, Wand. Push-to-Talk, Gegnermarkierung setzen. Ich brauche aber... Gebäude bearbeiten. Gebäude bearbeiten. Sonstiges. So. Beim Bearbeiten ducken. Ne, brauche ich nicht. So, mittlere Maustaste. Und ich möchte jetzt mal kurz was ausprobieren. Und zwar... Ja, prinzipiell kann ich es ja jetzt gleich mal ausprobieren. Mal gucken. Ich möchte jetzt mal ausprobieren, wie gut ich bauen kann. Und wie gut ich bearbeiten kann. Guck einfach mal da, wo G steht. Ja, aber ich habe für viele Sachen G eingespeichert, deswegen habe ich es jetzt nicht so gut gefunden. Also, falls ihr das mal sucht, das ist unter Sonstiges eingetragen, so als ob das nichts wäre, Mann. Aber ich möchte halt bearbeiten und gleichzeitig die gleiche Taste wieder drücken zum Wiederentbearbeiten. Das ist für mich das Wichtigste, weil ich bearbeite echt wenig in dem Spiel und wenn ich bearbeiten kann, dann würde ich schneller spielen können. Wisst ihr, wie ich meine? Ich probiere es mal kurz in der Lobby hier aus. So. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel hier den hier machen würde. So, und dann baue ich hier so eine Wand. Und dann denke ich mir so. Ah, okay. Guck mal. Also, prinzipiell, wenn ich jetzt so ein Ding hier bauen möchte. Das heißt, zack. Okay. So. Zack. Ah, daran muss ich mich erstmal gewöhnen. Zack. So. Zack. Okay. Das ist ganz schön schwierig. Aber ich versuche mein Bestes. Mal gucken, ob das mit dem Bearbeiten geht. Weil an sich, ich muss mich dran gewöhnen. Weil es ist mit linker Maustaste, was ich da auswählen muss. Vielleicht mache ich es auch lieber auf einem Knopf. Mal gucken. Ich gehe jetzt mal wieder zum Loot Lake. Voll der coole Skin. Ich finde auch, der ist mega cool. Ich finde die Ninja-Skins ja richtig, richtig gut. Also der Ninja-Skin, der blaue ganz besonders, finde ich mega stark. Und ich freue mich schon, wenn ich die nächste Farbe freischalte. Viel Glück, Roman, bei dem Match. Alles klar, danke dir, Mann. Ich versuche echt mein Bestes. Also ich guck mal, ob sich das jetzt... Also wenn ich jetzt irgendwie die ganze Zeit weiterhin beim Anfang sterbe und so, dann spielen wir einfach unser Arztspiel, was ich noch vorbereitet habe. Und dann können wir mal gucken, ob wir vielleicht noch ein anderes Spiel spielen. Ja, ich habe nämlich heute ein bisschen Zeit, es ist Samstag, wir haben 15 Uhr so. Ist eigentlich wann kommt das Doktorspiel? Melina, das Doktorspiel kommt demnächst. Also, ich bin mir selber noch nicht so ganz sicher, wie lange ich jetzt noch Fortnite spielen möchte. Aber das Doktorspiel kommt auf jeden Fall demnächst. Zack. Oh Mist. Lass mal einen snipen von den Leuten hier. Mist! Hey! Warum habe ich denn jetzt nur noch solche Treppen?
Was sind denn das für Dinger, die ich hier baue? Oh nein. Ich glaube, dieses mittlere Maustaste-Zeug hat mir... Habe ich mein standardmäßiges Bauding verändert? Alter, ich treffe ja gar nichts. Ey, ich fass es nicht. Ich habe einen Schuss noch. Einen Schuss, der... Nein! Nein! Bitte töte mich! Ich habe diesen Typen fünfmal um einen Millimeter verfehlt, Alter. Um einen Millimeter. So. Aber kann mir mal jemand sagen, warum meine Treppen auf einmal zu so Mini-Treppen geworden sind? Hab ganz früher immer deine Minecraft-Videos geguckt. Schreib Turbozocker. Cool, Turbozocker. Ich hab, ja, vor sieben Jahren habe ich Minecraft, ganz, ganz alte Minecraft-Videos gemacht. Das stimmt. Das war schon ein bisschen länger her, du. Du musst ins Baumenü und dann mit G bearbeiten. Ja, Mann, ich muss das unbedingt ausschalten. Das war, du musst die Treppe zurücksetzen. Wie kann ich denn die Treppe zurücksetzen, Alter? Ich habe noch nie eine Treppe zurückgesetzt. Ich hab jetzt zu viel herumgespielt mit diesem komischen Dings. Warte mal, ich baue jetzt so was ab. Jetzt baue ich hier was hin. Zum Beispiel meine Treppe. Hä? Achso, genau. So. Aber jetzt geht's wieder, guck mal. So, aber wenn ich jetzt bearbeiten möchte, mache ich den hier. Und kann dann so eine Treppe bauen. Okay. Aber wenn ich jetzt eine weitere Treppe... Okay, jetzt geht's wieder. Scheint wieder zu gehen. Keine Ahnung, war vielleicht ein Bug oder sowas in der Art. Du schaffst das jetzt. Ja, okay, gut. Ich möchte jetzt nochmal zu Salty Springs mein Bestes probieren. Oder wisst ihr was? Nein, wir gehen zu Fertile Fields. Einfach zu Fertile Fields. Ich spüre das gerade. Lass dir Zeit. Finde ich auch, Melina. Ich sollte mir echt Zeit lassen, einfach das Game so zu spielen, wie ich das denke. Weil, wenn ich mich nämlich hetze, dann spiele ich umso unkonzentrierter. Weil ich habe nämlich gemerkt, so immer, wenn ich mir selber Druck mache... Sei es irgendwie, dass ich mehr entertainen möchte oder was weiß ich, dann mache ich mir so viel Druck, dass ich dann einfach schlechter spiele so. Deswegen, das ist relativ schwer, sowas zu lernen, wenn man anfängt zu livestreamen. Aber, was viele Livestreamer einfach mir auch so unterschreiben würden, es gibt einfach manchmal so Abteile in einem Livestream, die einfach mal uninteressant sind. Das ist normal so, wisst ihr? Ein Livestream ist auch, ist nicht das gleiche wie ein Video. Klar, ist ja natürlich klar so, dass es nicht das gleiche wie ein Video ist, aber so verständnisweise muss man halt sagen, dass Livestreams prinzipiell Videos niemals am Unterhaltungsfaktor übertrumpfen könnten, weil doch eigentlich schon, kommt drauf an, was man livestreamt, ne? Aber... So, im meisten Fall ist halt ein Video immer interessanter als ein Livestream. Aber dafür ist es halt eben auch nicht so lange. Mist, jetzt habe ich hier Minis bekommen. So, lass sie kurz wechseln. Lass mal gucken, ob wir hier vielleicht noch ein bisschen was bekommen können. Spiel Hill Climb Racing 2. Ich glaube, das ist auch wieder so ein App-Spiel, ne? Ich kann leider keine Apps hier livestreamen. Um ehrlich zu sein, will ich auch gar keine Apps livestreamen, weil ich spiele so ungern auf dem Handy. Ich kann keine Handyspiele spielen. Lars liebt Handyspiele. Also wenn ihr Handyspiele sehen wollt und so ein Kram, dann müsst ihr echt bei Lars anklopfen, weil Lars ist die Nummer 1 in Handyspielen. Wirklich. Also so diese ganzen Minigames, wo man immer so Punkte sammeln muss, das hat Lars richtig drauf, Mann. Ist hier eine Kiste drin? Ist da eine Kiste drin? Nein. Da hat sich doch gerade einer hochgebaut. Ich baue mir mal hier ein bisschen was ab. Wo ist denn der? Wo ist dieser Typ, der da gerade geschossen hat?
Eieieiei, das war gerade nicht gut von mir gespielt. Okay. Der hatte übrigens eine sehr gefährliche Pumpgun dabei. Oh mein Gott, hier ist schon wieder eine goldene Pumpgun am Start. Oh, crazy. So, das war jetzt einer. Aber ansonsten ist hier, scheint hier halt wirklich gerade nicht viel los zu sein, hier auf den Battlefields. Könnte sein, dass schon viele Leute weggerannt sind. Ich habe Spellstorm geguckt, das war das beste Projekt. Ja, viele Leute streiten sich tatsächlich um die damaligen Projekte, welches da das beste ist. Ich persönlich fand jedes Projekt am besten, bis auf Wonderwarp. Wonderwarp fand ich nicht so gut, wurde ja auch vorzeitig beendet und so. Aber die anderen Projekte waren echt alle cool. Spellstorm und der ganze Kram waren echt gute Projekte, muss ich wirklich sagen. Eine Jagdgewehr mag ich nicht, dann nehme ich lieber Luftballons mit. Uiuiui. Also von der Saga fand ich tatsächlich, ich glaube Fusion Fall fand ich noch am coolsten. Aber Spellstorm war auch ganz cool. Ja, ja, das waren die alten Projekte. Die waren eigentlich ganz cool. War mega viel Arbeit. Aber das war auch damals so viel Arbeit, weil die Mods damals einfach noch nicht so ausgereift waren. Dass einfach eine Folge zu produzieren hat einfach 5 Stunden gedauert. Das war abnormal krass. Wenn man mal überlegt, dass man jeden Tag ein Video rausbringen kann, ist 5 Stunden für ein Video. Also komplett dran sitzen und die ganze Zeit was machen. Das war schon echt viel auf Dauer. Das war schon echt viel auf Dauer. So, das ist einfach nur ein bisschen von dem. Kunterbunt, ja man, Kunterbunt war auch ein cooles Minecraft-Projekt. Kunterbunt hat mir auch extrem gefallen. Wobei ich wirklich, ich muss ganz ehrlich sein, so, mein absolutes Lieblingsprojekt ist Geist 2. Das macht mir am meisten Spaß gerade, weil Geist ist mega die coole Serie so, also finde ich. Und mir macht das so am allermeisten Spaß, das aufzunehmen. Hab da so am meisten Spaß auch mit Facecam, mit dem ganzen anderen Kram so. Ich habe da wirklich meinen meisten Spaß. Und meine Zweitlieblingsserie auf meinem Channel ist Modkiste. Und nach Modkiste kommt Kunterbunt. Wobei ich Modkiste und Kunterbunt gleich cool finde. Roman, du bist live, habe ich gar nicht gewusst. Yeah, ich bin live. Ich spiele schon eine Zeit lang Fortnite und versuche bis heute immer noch den Win zu holen. Viele Leute haben schon die Dings, die Hoffnung in mir aufgegeben. Aber der Einzige, der an mich hofft, das bin ich. Ist hier vielleicht noch einer? Nee, ne? So, auf dem Auto hinten drauf. Nichts. Ich möchte die Kugel nochmal gerne sehen. Da ist keiner. Die Kugel ist nach da gehüpft, circa. Spiel Minecraft Geist. Minecraft Geist ist kein Livestreaming-Projekt. Minecraft Geist ist ausschließlich nur für Videos. Und das möchte ich auch am besten so gerne halten. Oh, guck mal, was macht der da mit der Dings? Von irgendwo kommt gerade ein Motorrad angefahren. Also nicht Motorrad, dieses Auto da. Ihr wisst, was ich meine. Oh Mann, es gibt die ganze Zeit nur diese Pumpguns. Alter, jeder hat so ein Ding gefühlt, ne? Eieiei. Was nehme ich mit? Ja, eigentlich nichts, ne? Passt so. So. Wo ist denn der andere Typ? Was?
Der Baum hat mich einfach aufgehalten. Mann. Wo ist denn der Typ? Da oben. Kommt der hierher oder so? Ich kann gerade nicht erkennen, wo dieser Typ ist. Wo ist denn der hin? Der war doch gerade noch hier oben. Toll. Wow, Mist. Mist, schade. Ich hätte die beide weiter kämpfen lassen müssen und dann hätte ich mich erst einmischen müssen. Mist. Okay, Leute, ich würde sagen, wir switchen unser Game und spielen jetzt mal eine Runde von dem Arztspiel. Heute hat es leider nicht gereicht. Die erste Runde, die ich hatte, oder die zweite, war richtig krass. Aber die haben es leider nicht gerissen. Deswegen muss ich es in einem anderen Stream nochmal versuchen. Und wir spielen jetzt das Arztspiel. So, das Arztspiel funktioniert so. Ich zeige euch das. Ich habe bestimmtes Fenster erwischen. Two-Point Hospital. Boom. So. Wir gucken mal, wie das Game so ist. Ich muss es, glaube ich, hier transformieren und anpassen, damit wir das gemeinsam hier spielen können. Mal gucken. Also, es ist ein cooles Game so. Und es heißt Two-Point Hospital. Ich muss gleich die Musik und sowas noch ein bisschen machen. So, jetzt haben wir das Ding Vollbild. Und können mal gucken, wie das hier so funktioniert. Ist gerade noch ein bisschen laut von der Musik und so ein Kram. Musik allgemein ein bisschen leiser. Jo, ich würde sagen, das kann man auf jeden Fall so machen. So ist das nicht zu laut und geht voll klar. Okay. So, das Two-Point Hospital, hier geht es darum, ein Krankenhaus aufzubauen und Chefarzt zu sein. Ich entferne kurz die ganzen Texte, die ich hier habe. So, und wir gucken da mal rein und schauen mal, was das für so ein Game ist. Im Krankenhaus von Two-Point stimmen 52% der Patienten der Aussage zu, dass sie hier gesünder wurden. Unsere genauestens kalibrierte Ausrüstung wird von mitfühlenden Medizinern bedient. Viele von ihnen haben Medizin studiert oder zumindest Schwarzwaldklinik geschaut. Das Schildkrötensyndrom? Wir kümmern uns gern um sie und ihren nicht sichtbaren Kopf. Narzissmus ist nicht zum Lachen. Überlassen Sie sich und Ihre übergroße Nase einfach uns. Wir erschaffen eine strahlende Zukunft und wirklich nichts kann sich uns in den Weg stellen. Sie verdienen einfach das Beste, also kommen Sie ins Krankenhaus von Two-Point. Wir suchen neues Personal, neue Patienten und für Sie ein neues Ich. Kann ich jetzt golfen gehen? Ich habe um 3 Abschlag. Ja. Mal gucken, was ist das für ein Spiel. Ich habe es mir einfach gekauft und möchte einfach mal reingucken, was das so ist. Einfach mal abchecken. Und das könnte vielleicht was Cooles sein. Deswegen lass da mal gemeinsam reinschauen. Das hier ist Hogsport, wo dein erstes Krankenhaus steht. Klick es an, um anzufangen. Okay. Also man hat so ein Inselprinzip oder sowas und muss wahrscheinlich mehrere Level schaffen und so. Okay, dann lass mal gucken. Hey, guck mal, da unten bin ich mit meinem Steam-Profilbild. Cool. Hogsport, hier beginnt deine Karriere als Krankenhausleiter. Lerne die Grundlagen in deinem ersten Krankenhaus. Ah, alles klar. Dann lass mal gucken, wie das so ist. Soll angeblich ein cooles Video eigentlich sein. Cooles Spiel sein. Aber das muss man sich erstmal ansehen, wie das denn überhaupt drauf ist. Im Krankenhaus umsehen. Wahrscheinlich willst du dich erst einmal umsehen. So bewegst du die Kamera, halte die rechte Maustaste gedrückt und ziehe. Bewege den Mauszeiger zum Bildschirmrand. Nutze die WASD-Tasten. Du kannst außerdem mit dem Mausrand zoomen, mittlere Maustaste, Kamera drehen und kippen. Alles klar. Bewege die Kamera. WASD. Yeah, yeah, yeah. Oh, yeah. Okay.
Dann wahrscheinlich kippen. Aufnahme. Das Krankenhaus braucht zuallererst eine Aufnahme. Dort können sich die Patienten anmelden, wenn sie im Krankenhaus eintreffen. Bauen wir einen Empfangsschalter in der Nähe des Eingangs. Klicken Sie auf das Objektfeld und wähle Aufnahme. Okay, das Objektefeld. Das wird mir sogar so richtig mit den Dings. Ich würde das sogar so machen, dass ich kurz die Kamera wahrscheinlich für euch mal hier nach oben versetze. Weil dann könnt ihr nämlich besser sehen. Weil hier wird nämlich nicht so... Ich mache sie vielleicht sogar ein bisschen kleiner. So. Damit die nicht zu penetrant und zu groß ist. Weil hier gibt es viele Details, die im Spiel beachtet werden müssen. So. Hier muss ich jetzt auf Objekte draufdrücken. Und eine Aufnahme kaufen, wo sich wahrscheinlich die Patienten so ein bisschen aufheben können. So. Halte die linke Maustaste gedrückt und bewege die Maus nach links und rechts oder nutze die Tasten X und Y. Ah ja, okay. Okay. Ich glaube, ich platziere sie so. So. Empfangsmitarbeiter. Toll, wir brauchen einen Assistenten für den Empfang. Stellen wir ihn gleich ein. Klicke auf Einstellen und Assistenten, um dir einen Bewerber auszusuchen. Einstellen. Wen wählt man sich denn da aus? Assistenten. Oh Mist, da ist jetzt auch meine Facecam im Weg. Naja, was willst du machen? Assistenten nehme ich mir entweder den Boris, aber der Boris kostet $9,000. Oder eine günstigere Arbeits... Ich bin gebeten, ausreichend zu trinken. Ah ja. Hi, mach ein Fallout-Video. Tulpe Faun, tut mir leid, aber wir spielen jetzt dieses Arztpraxis-Zeug hier. Und wir schauen uns an, wie das hier funktioniert. Ich glaube, ich wähle einfach mal den Boris. Arbeitszeugnis unhygienisch, reizbar, macht immer weiter. Ah ja. Der ist garstig, hat einen grünen Daumen und baut Rüben an und verschenkt sie. Und die hat eine schwache Blase, positiv, und hat mal ein Buch gelesen. Das klingt, glaube ich, gut. Einstellen! Und in die Instandnahme. Perfekt. Ein Buch kann man definitiv mal lesen. So. Arztpraxis. Okay, jetzt brauchen wir eine richtige Arztpraxis. Und Patienten werden in jeder Phase der Diagnose einen Allgemeinmediziner besuchen. Der Allgemeinmediziner untersucht Patienten und entscheidet, ob sie zur Behandlung oder zur weiteren Diagnose geschickt werden. Bauen wir eine Arztpraxis. Oh Gott. Zimmerbau. Um ein Zimmer zu bauen, klicke auf das Zimmerfeld und wähle einen Eintrag aus der Liste aus. Wenn du ein Zimmer ausgewählt hast, zeichne einen Grundriss mit der erforderlichen Größe. Platziere dann die erforderlichen Objekte im Zimmer. Ah ja, okay. Das heißt, wir machen jetzt ein Zimmer und wählen eine Arztpraxis aus. Ja, wohin platziere ich die Arztpraxis? So, warte. Wahrscheinlich hier mal ein bisschen rauszoomen. Was bei mir irgendwie nicht funktioniert, ist... Harrison Wolf. Auf Radio Two Point. Ihr hört Harrison Wolf, die einsame Stimme der Vernunft. Und ich bin hier, um all euch wachsamen Zuhörern da draußen die Wahrheit zu verkünden. Öffnet eure Augen und Ohren und findet heraus, was wirklich vor sich geht. Aber zuerst Musik. Okay. Anscheinend hat dieses Spiel hier einen eigenen Radiosender. Ja, okay. Das ist interessant. Auf jeden Fall, wir müssen jetzt kurz noch ein paar Sachen reinstellen, die hier ebenfalls zu dieser Arztpraxis gehören. Und wir können eigentlich noch ein Fenster hier reinkaufen. Vielleicht sogar mehrere. 1, 2, 3. Und dann auf der anderen Seite vielleicht nochmal welche. So. Und vielleicht noch einen Aktenschrank mehr. So. Und noch einen Abfalleimer. Links neben das... nee. Hier mache ich mal einen hin. Okay, ich muss ganz ehrlich sein, ich möchte kurz in den Einstellungen diese komischen DJ-Lautstärke auf 0 setzen. Und vielleicht das Spiel auch ein bisschen leiser und die Musik auch. Das ist nämlich ultra nervig. Nein! Meine Dings ist jetzt weg, meine Arztpraxis, jetzt muss ich das neu machen. Zimmer, Arztpraxis, bauen. So, hier den Eingang, dann hier die... Arztpraxis an sich. Den Aktenschrank möchte ich drehen. Wie drehe ich den Aktenschrank? So, ja, genau. So, Aktenschrank nach da drehen.
Eins, zwei Aktenschränke, Abfalleimer neben den Behandlungstisch, Feuerlöscher in die Ecke und eine Pflanze da rein. Ah, und ein Fenster wäre vielleicht auch ganz gut. Und zwar hier rein, da rein, hier eins und da eins. Perfekt. Ansonsten brauchen wir, glaube ich, nichts mehr. Tür ist drin. Wir haben eigentlich alles, was wir brauchen. Check. Yo, sieht cool aus. Dr. Wurm. Yeah. Dann checken wir mal aus. Roman, gleich bester Arzt. Danke, Dragon Ball. Ich weiß, ich bin einer der besten Ärzte, die es hier auf der Welt so gibt. Klicke auf Einstellen und Ärzte, um einen neuen Mitarbeiter auszuwählen. Ah, jetzt müssen wir einen Arzt einstellen. Paul Spucker kostet 25.000. Oder wir können Cassandra Wang nehmen. Die hat einen grünen Daumen und ist eine hervorragende Beifahrerin. Okay, als Arzt ist es nicht so nice. Der hier ist geborene Mentorin, inspiriert und duftet immer gut. Und der ist übelerregend, arbeitet für einen Apfel und ein Ei, schwache Blase, tanzt, als ob durchaus einen Morgen geben könnte. Ja gut, warum eigentlich nicht? Dann holen wir uns halt einen guten Arzt. Das Wichtigste ist ja eigentlich nur, dass der Arzt gut ist. Krankenhaus eröffnet. Gute Neuigkeiten, unser Krankenhaus ist nun eröffnet. Das war's schon, oder was? Einfach nur so eine kleine Arztpraxis. Naja, die ersten Patienten kommen. Nach der Anmeldung an der Aufnahme werden sie zum Allgemeinmediziner geschickt, und um sich diagnostizieren zu lassen. Alles klar, dann lass mal gucken, was mit unserer... Mach immer einen 3x3-Raum, Roman. Immer. Echt jetzt? Sollte ich das immer machen? Ist es jetzt zu groß, was ich da gemacht habe? Okay, vielleicht ist das ein bisschen zu groß, aber... Ja gut, jetzt kann man das nicht mehr ändern. Zoomen und drehen. Benutze heran- und wegzoomen für das Mausrad, um sich die Ansicht horizontal zu drehen. Ja, ja, genau, das kann ich. Ihr Wohlbefinden ist uns wichtig. Bitte befinden Sie sich wohl. Drehen? Wie neigt man denn die Kamera... Du, ich habe keine Ahnung, wie man die neigt. Achso, doch, ich konnte das. Vertikal drehen ist Mausrad klicken und dann nach oben und nach unten. Alles klar. Okay. Ey, da kommt ein Kunde. Guck mal, der ist krank. Und der geht zu unserer Assistentin, die jetzt seine Probleme aufnimmt. Sollten wir nicht vielleicht... Guck mal, der Arzt ist auch so mega übermotiviert. Der schaut sogar durch dieses Fenster. Schaut er schon. Gleich kommt der erste Typ, den ich jetzt behandeln muss. Okay, wir schauen zu. Einnahmen 0. Ausgaben 6.000 Euro. Dollar. Profitverlust minus 6.000. Toll. Nachrichten. Wir haben unseren ersten Patienten diagnostiziert. Der Allgemeinmediziner hat dir eine Nacht geschickt. Schau in der Nachrichtenliste unten rechts nach. Apotheke benötigt. Okay, unsere Ärzte haben eine neue Krankheit entdeckt. Mörteln. Ach, der Mann hat also die Mörteln. So, meisten Bade. Glücklicherweise ist moderne Medizin bei der Behandlung sehr effektiv. In früheren Tagen musste der Befall unter Schmerzen herausgekratzt werden. Der Patient möchte sich behandeln lassen. Dafür wird das folgende Zimmer benötigt. Apotheke. Ja gut, Patient bitten zu warten. Wir bauen jetzt eine Apotheke. Das heißt, Objekte. Nein, keine Objekte. Ich glaube, wir müssen ein Zimmer bauen, eine Apotheke. Und die Apotheke, die mache ich jetzt 3x3. So. So, 3x3. Hier vorne den Eingang. Dann dieses Ding da rein. Baue eine Apotheke und stelle eine Krankenpflegerin rein. So, dann mache ich hier nochmal ein Fenster rein, damit da mindestens noch ein bisschen Licht reinkommt. Dann möchte ich hier noch einen Aktenschrank drin haben in der Apotheke. Ja. Medikamentenmixer, das reicht eigentlich auch schon. Und eine Pflanze vielleicht hier noch in die Ecke. Okay, und ein Feuerlöscher. Ich habe irgendwie das Gefühl, der Feuerlöscher scheint hier relativ sicher wichtig zu sein in diesem Spiel. So. Wir bitten Sie, bei verdächtigen Gerüchen das Formular 37b auszufüllen. Hä, sag mal, habe ich diese DJ-Frau nicht irgendwie ausgeschalten? Lautsprecher, Lautstärke. Ah ja, okay. So, jetzt wird uns keiner mehr belästigen. Roman, bester Arzt der Welt. Ich muss jetzt erstmal die Apotheke hier ausbauen. Also es scheint eine gute Apotheke zu sein. Wir haben sogar Leute, die schon in der Apotheke stehen. Jetzt muss ich nur noch einen Apotheker einstellen. Was ist denn der Apotheker? Oh Gott. Assistenten? Ärzte? Krankenpfleger? Ja, ey, woher kriege ich denn einen Apotheker? Baue eine Apotheke und stelle einen Krankenpfleger ein. Alles klar. Ja gut, dann stellen wir mal hier einen günstigen ein, oder? Klassenclown, Helfer in der Not, wird schnell müde, positiv, an Taxidermie interessiert. Alles klar, stellen wir ein. Rein mit dir. So, die Apotheke hat eröffnet.
Junge, das geht ja schon richtig los. Guck mal, der Arzt ist auch schon wieder den Nächsten am Behandeln. Und wir machen Geld. Wir machen Geld. Guck mal, die Apotheke arbeitet einfach schon fast von alleine. Ah, ja. Ich habe das Gefühl, das Spiel ist mir immer noch ein bisschen zu laut, um ehrlich zu sein. So. Kannst du das Spiel mal als Let's Play machen? Du, ich schaue mir das jetzt erstmal an, wie mir das so gefällt und dann vielleicht mal in der Zukunft oder so. Aber ich würde es gerne im Stream spielen. Patient geheilt! Ja, wir haben den ersten Patienten geheilt. Gut gemacht. Du hast unsere ersten Patienten geheilt. Wir haben etwas Geld verdient, um den Ruf des Krankenhauses verbessert. Dadurch werden wir neue Patienten gewinnen. Wenn ein Arzt oder ein Krankenpfleger einen Patienten behandelt, beeinflussen deren Fähigkeiten die Erfolgsaussichten. Bestimmte Krankheiten sind schwieriger zu behandeln als andere. Diagnostiziere und behandle weiterhin Patienten, damit wir genug Geld verdienen, um das Krankenhaus ausbauen zu können. Alles klar. Gut, gut, machen wir. So. Durch die Heilung von Patienten verbessern wir den Krankenhausruf. Ein besserer Ruf zieht mehr Patienten an, wodurch wir auch mehr verdienen. Okay, okay, alles klar, alles klar. Deswegen müssen wir... Oh. Hausmeister und Instandhaltung. Wir haben jetzt ein paar ziemlich teure Maschinen. Du solltest dir über die Instandhaltung Gedanken machen, der Zustand von Maschinen verstellt sich und mit der Nutzung... Feuerrisiko, Feuer gelten allgemein schlecht fürs Geschäft. Stell einen Hausmeister ein, damit die Maschinen gewartet werden. Sorge dabei auch gleich, dass überall Feuerlöscher aufgestellt sind. Vorsicht ist besser als Nachsicht. Stimmt's? Exakt. Deine Hauptziele werden immer oben rechts am Bildschirm angezeigt. Bewege den Mauszeiger darüber, um mehr Informationen zu bekommen. Stelle einen Hausmeister ein. Alles klar. Einstellen. Hausmeister. Lillian Derb, Bernhard. Ach, ich glaube, so ein Hausmeister kannst du dir auch einen billigen einstellen. So. Super cooles Spiel, finde ich auch. Also ich finde so für den Anfang ist es eigentlich ganz cool gemacht so. Hausmeister werden zu den Maschinen gerufen. Patienten bei Laune halten. Die Zufriedenheit vom Personal und Patienten ist wichtig für einen reibungslosen Krankenhausbetrieb. Wichtig. Patienten werden mit zunehmender Zeit gelangweilt, durstig und hungrig. Sorge dafür, dass Zugang zu Unterhaltungsmöglichkeiten, Essen und Getränken haben. Ah, okay, okay, okay. Das heißt, ich muss hier wahrscheinlich so Objekte kaufen. Okay, das heißt, ich muss jetzt erstmal zwei Bänke hier platzieren. Daher, dass die Leute immer hier vor dieser Apotheke warten, ne? Würde ich eine Bank hier hin platzieren. Warte, so. Und dann würde ich die hier hin platzieren. Und da nochmal eine hin platzieren. Dann einen Broschürenständer brauche ich noch. Den kann ich vielleicht hier hinstellen. Direkt neben den Arzt. Und dann nochmal neben die Apotheke. Und ein Getränkeautomat wollen die auch haben. Guck mal, dann stelle ich den da hin. Da kommt der Getränkeautomat hin. Und ein Snackautomat direkt nebendran. Alright. So, ja, jetzt könnt ihr hier, guck mal, der klopft jetzt schon hier bei der Apotheke an, gönnt sich schon die nächste Ladung von dem Zeug hier. Die Frau kann sitzen. Was macht unser Hausmeister? Wo ist der eigentlich? Personal, Personalenergie und Pausen. Die Arbeit ermüdet deine Mitarbeiter, sodass sie früher oder später eine Pause machen müssen. Ein Pausenzimmer hilft ihnen, sich zu erholen und dann neue Kraft weiterzuarbeiten. Okay, wenn du ein Zimmer vergrößerst, gilt es als prestigeträchtigter. Menschen, die ein solches Zimmer benutzen, werden zufriedener. Ein schönes Pausenzimmer hilft deinen Mitarbeitern, sich schnell zu erholen. Oh, okay. Also ein Pausenzimmer. Ich nehme jetzt einfach mal den Tipp von dem einen aus dem Chat. Ich weiß nicht, wer das nochmal geschrieben hat, aber wir machen jetzt immer 3x3 so Zimmer. Spiel danach nochmal Fortnite, bitte. Sarolta, tut mir leid, aber heute spielen wir kein Fortnite mehr. Ich möchte heute dieses Krankenhausspiel nochmal ein bisschen ausprobieren. Ich möchte, wisst ihr, für mich ist es wichtig, einfach auch einfach mal immer andere Spiele auszuprobieren, weil da kann ich einfach mal auch einfach mal was anderes spielen, wisst ihr? Ich finde es ganz gut, mal neue Spiele zu spielen. Objekte. Aufnahme, Getränkeautomat. Wir müssen jetzt aber ein Pausenzimmer für $5,000 bauen. Okay, dann mal so ein schönes Pausenzimmer hier in die Ecke einfach rein. 3x3 das Ding. Hier vorne die Tür reinpacken. Eine Couch reinpacken. So. Noch eine Couch reinpacken. Hier so einmal drehen. Dann hier einfach auf die andere Seite eine draufpacken. So. Und dann nochmal eine. Okay, ich baue jetzt zwei Sofas, ein Fenster auf jeden Fall, für bessere Sicht, ihr wisst Bescheid. Hier auch nochmal ein Fenster und dann vielleicht noch ein Sessel hier hin. Zack, dann ist es hier ein chilliger Pausenraum und ein Getränkeautomat und ein Snackautomaten kann man sich ja eigentlich auch in den Pausenraum reinstellen, oder? Sessel, Spind, hier so ein Spind vielleicht noch. Machen wir mal da einen hin.
Und hier nochmal einen hin. So. Und ansonsten nochmal einen Feuerlöscher. Nicht vergessen. Und eine Pflanze fürs Dekor. Warum eigentlich auch nicht? So, die Leute, die hier Pause machen, können sich einfach in der Mitte schauen, die sich dann einfach diese Pflanze hier an. Perfekt. Super, tolles Pausenzimmer. Wie der Name schon nahelegt, suchen Mitarbeiter das Pausenzimmer auf, um sich auszuruhen, bla bla bla. Du kannst Mitarbeiter im Pausenzimmer platzieren, damit er eine Pause macht. Oder in einem Arbeitszimmer, um ihn dort arbeiten zu lassen. Alles klar. So. Ein Job für Krause. Getränke und Snacks sind ein tolles Mittel, um Patienten bei Laune zu halten. Aber wenn kein Mülleimer in der Nähe sind, ah ja, okay. Hausmeister erfüllen folgende Instandhaltungsaufgaben. Verkaufsautomat nachfüllen, kehren, Mülleimer leeren und Toiletten entstopfen. Alles klar. Baue ein Toiletten. Da steht einfach dran. Baue ein Toiletten. Baue ein Toiletten. Okay, dann bauen wir mal einen Toiletten. So. Da ist auch schon jemand fleißig am Pause machen. Ich würde dann auch gleich hier ein Zimmer bauen mit einem Toiletten. So. Und dann machen wir hier eine Toilette hin. So, warte. Einmal so. Einmal so. Und einmal hier in die Ecken nochmal. So. Und einmal so. So. Toiletten, 4 Stück, das reicht. Achso, Waschbecken brauchen wir noch, ne? Oh Mist, das habe ich jetzt gar nicht bedacht. Ja gut, wo kommt das Waschbecken hin? Dann hier ans Ende des Raumes so. Am Ende des Raumes kommt ein Waschbecken hin und ein Abfalleimer. Oh Mist, da habe ich jetzt ein bisschen Müll gebaut. Ja du, dann muss ich... wie konnte ich denn Objekte nochmal entfernen? So, genau, mit Rechtsklick. Guck mal, jetzt kann ich hier noch einen Handtrockner lieber hinmachen. Und nochmal einen Abfalleimer in die Ecke stellen. Und einen Feuerlöscher. Einfach, weil der überall hingehört. Und eine Pflanze im Bad hat auch noch nie geschadet. Ja, Toilettenkabine, Tür, alles easy. Let's go. Ungültige Objekte verkaufen. Möchtest du 5? Nein, nicht verkaufen. Hä, was ist... Warum? Warum verkaufen? Zimmer abbrechen? Nein. Okay, ich weiß jetzt nicht, was passiert ist, aber irgendwie hat er jetzt ungültige Objekte gesehen darin. Ich weiß es nicht. Du hast doch 181.000 Dollar, Roman. Ja, ich bin eigentlich noch ganz gut Dings. Noch habe ich genug Geld. So, ich muss noch 2 Abfalleimer platzieren. Platziere, glaube ich, einfach die Mülleimer hier links und rechts so. Objekte, Abfalleimer, einmal hier ein und einmal da ein. So, haben die Leute auch gleich was zum Wegschmeißen. So, der Arzt ist immer noch am Arbeiten, finde ich gut. Schaut auch schon auf die Zeit. Alright, Hausmeister leeren die Abfalleimer. Weitere Diagnosen. Wir müssen vielleicht ein neues Diagnosezimmer bauen. Wenn sich ein Allgemeinmediziner nicht sicher ist, wird er einen Patienten für weitere Diagnosen überweisen. Okay. Das heißt also, wir brauchen jetzt ein Diagnosezimmer. Alright. Zimmer, allgemeine Diagnose. Dann können wir vielleicht hier Krankenhausstufe... Achte auf Warteschlangen und Warnungen über den Zimmern. Du kannst doch mit der Maus über ein Zimmer fahren, um zu sehen, wie viele Patienten dort warten. Ah ja, okay. Wenn das Krankenhaus stärker ausgelastet ist, kann es zu längeren Warteschlangen kommen. Okay. Das heißt, ich muss dann vielleicht sogar mehrere Allgemeinmediziner und sowas bauen. Ich verstehe jetzt, warum der eine gesagt hat, ich muss immer 3x3 Räume bauen, weil dann habe ich nämlich mehr Platz, um zu bauen wahrscheinlich, ne? Gerdet. Guter Tipp von demjenigen, der das geschrieben hat. Super. Warte, ich platziere mal kurz das Ding hier hin. Und dann hier so ein... Oh, krass, hier ist so eine Liege, so eine richtige. So. Und dann kommt da noch ein Fenster rein, weil Fenster sind gut. Ein Aktenschrank, der kommt da auch mit rein, weil der ist richtig wichtig für die Behandlung. Warte, so, der kommt hier seitlich rein. Ein Feuerlöscher, falls es brennen sollte. Ein Abfalleimer nebendran. Pflanze auch hier nebendran, neben den Feuerlöschern, damit es nicht zu hässlich aussieht. Und das war's. Ja, das dürfte, glaube ich, schon alles reichen. Okay. So. Wie heißt das Spiel, Roman? Das Spiel heißt Two Point Hospital. Oh, guck mal, da wird auch schon jemand gerade zur Diagnose gesendet. Ich muss jetzt wahrscheinlich wieder jemanden einstellen. Und zwar einen Arzt wieder.
und heile zwei Patienten. Station freigeschaltet. Ja, prinzipiell muss ich doch jetzt eigentlich einen Arzt einstellen, oder? Rekrutierungskosten. Facharzt. Ja, ich muss ja einen Facharzt jetzt einstellen, ne? Heile ein Patient, heile zwei Patienten. Okay, einstellen und da rein mit dir. So. Allgemeine Diagnose. Arzt kann hier nicht arbeiten. Was? Kann er nicht? Warum kann er hier nicht arbeiten? Ja, dann bist du gefeuert. Ja. Details, Stimmung, jährlich 35.000. Feuern. Feuern. Was passiert, wenn man ihn feuert? Oh, das ist jetzt interessant. Der Facharzt ist gefeuert. Wohin geht er jetzt? Und er geht. Für immer und ewig geht er jetzt weg. Na gut. So, ich verstehe halt noch nicht so ganz. Station freigeschaltet. Ich verstehe halt nicht gerade. Guck mal hier. Station. Da habe ich einen Aktenschrank und so einen Kram. Ach, da. Eilmeldung. Eine seltsame neue Krankheit ist in der Stadt ausgebrochen. Helles Köpfchen. Wir werden teure neue Ausrüstung brauchen, um damit fertig zu werden. Oh nein! Es wird. Was spielst du da? Immer noch Two Point Hospital heißt das. Das ist das Krankenhausspiel, was ich gefunden habe, wo ich mal unbedingt gerne reingucken wollte. Allgemeine Diagnose. Guck mal, hier kann ich. Diagnosesicherheit, Warteschlange. So, das ist die Warteschlange. Das Problem ist, warte, Aktenschrank aufheben, für $200 verkaufen. Das Problem ist, ich muss jetzt irgendjemanden einstellen. Baue zwei Ärzte, stelle zwei Krankenpfleger ein. Okay, dann stellen wir die hier ein. Ist es richtig da drin? Ey, ja, die kann da drin sogar arbeiten. Ja, super. Und jetzt kann ich auch noch eine zweite Arztpraxis holen. Perfekt. Ja, ich habe die Arztpraxis in der Mitte da ein bisschen zu groß gebaut, ne? Naja, ich würde sogar sagen, dann mache ich das einfach so, dass ich hier einfach noch eine Arztpraxis hinten dran nochmal baue. Einfach mal 3x5. Ich möchte 3x4 haben. Das wird wahrscheinlich wieder so ein Riesending werden, I know. Aber ich will es einfach nur, damit es schön aussieht. Guck mal, dann haben wir hier so zwei parallel liegende Arztpraxen. Und ich will die auch genau gleich bauen. Guck mal, so eine Aktenschrank hier. Noch ein Aktenschrank so nebendran. Dann möchte ich einen Abfalleimer links und rechts stehen haben. Ah, nee, rechts will ich keinen. So. Und habe ich noch irgendwas, was ich noch brauche? Ja, ein bisschen Fenster so. Ach, die Pflanze muss hier noch in die Ecke. Aber normal muss die stehen. So. Was habe ich da noch beim anderen gebaut? Ach, den Feuerlöscher darf ich nicht vergessen. Den Feuerlöscher nicht vergessen. Und Fenster. Boom, boom. Yeah. Und das wäre schon die neue Arztpraxis. Und da stellen wir jetzt einen neuen Arzt ein. Und zwar, Orlando Bortinger. Alles klar. Rein mit dir und arbeiten. Schön. Was? Krankenpfleger kann hier nicht arbeiten? Das ist ein Arzt? Oh nein, ich musste wieder feuern. Tut mir leid. Tut mir leid, Kumpel. Ich habe den Falschen eingestellt. Ich habe einen Krankenpfleger eingestellt. So, dann werde ich hier lieber den Spencer Heuler einstellen. Weil der ist nämlich hygienisch und er streitet gerne. Ich liebe solche Ärzte. Das Krankenhaus arbeitet nicht kostendeckend. Ja, ich kann ja nichts machen so. Warteschlange 2, Warteschlange 1, Warteschlange 2. Also wir bekommen auf jeden Fall genug Leute rein. Toilette ist auch cool. Ich überlege jetzt halt gerade, was kann ich machen, um jetzt mehr Geld zu verdienen. Alex schreibt, hallo, hi Alex, alles gut? Gute Neuigkeiten. Wir haben insgesamt schon 10 Patienten geheilt. Mit jedem neuen geheilten Patienten erhöhen wir Ruf. Okay, alles klar. Das ist ja für mich verständlich inzwischen. Aber sag mal, kann ich nicht irgendwie diesen Krankenhausboden so ein bisschen hübscher machen eigentlich? Sieht nämlich so kalt und eklig aus. So, verdiene $15.000, erledigt. Erreiche Krankenhausstufe 4. Okay, sind wir dabei. Pauseraum wird nicht verwendet. Toiletten werden, glaube ich, gerade nicht verwendet, aber es scheint ja alles zu funktionieren. Hier haben wir wieder $500 verdient und die Leute sind eigentlich relativ glücklich. Guck, da laufen sie raus, hier laufen sie rein. Die hier wartet gerade auf ihre Station benötigt, wird noch 80 Sekunden warten. Wie jetzt eine Station wird benötigt? Ich habe keine Station gebaut. Ja gut, dann bauen wir mal eine.
hier hinten rein. So. So. Und dann machen wir hier in die Ecke so einen Schreibtisch rein. Und dann so eine... Oh, wir müssen schnell bauen, bevor die eine jetzt sagt, dass sie nicht mehr hier chillen möchte bei uns. So, und dann hier eine kleine Station mit einem Bett hier in der Mitte. Und dann vielleicht noch irgendwie Umkleide haben wir, Station haben wir, Abfalleimer nebendran, Feuerlöscher hier in die Ecke, ansonsten noch eine kleine Pflanze. So, alles klar. Dann würde ich sagen, Station ist gebaut. Super. Statte eine Station mit mehreren Betten aus, um mehr als einen Patienten gleichzeitig behandeln zu können. Du kannst in der Zimmereinstellung auch festlegen, wie viele Krankenpfleger hier arbeiten sollen. Oh Gott, den hätte ich vielleicht dann doch ein bisschen größer machen sollen. Warte mal, dann lass mal Zimmer wieder machen, dann allgemeine Diagnose. Nee, wie kann ich das denn bearbeiten? So, Behandlung anpassen. Achso, da kann man die Wände anpassen. Nee, das möchte ich nicht machen. Ich möchte hier Behandlung, Diagnose, bearbeiten. So, ich möchte doch diesen Mülleimer woanders hinlegen. Das Bett weiter nach da und dann noch ein Bett hier hinzufügen. Aber das möchte ich drehen. So, und dann vielleicht nochmal hier nochmal. Nee, wo kann man nochmal ein Bett hinlegen? So, kann man hier nochmal ein Bett hinlegen? Oder hier nochmal eins? Nein, kann man nicht. Mist, wir haben keinen Platz mehr. Okay, wartet. Das hier weg. Das hier kommt hier in die Ecke. Der Feuerlöscher kommt auch dahin. Und jetzt können wir hier nochmal ein drittes Bett hinmachen. Okay, Leute. Was? Nicht erreichbar? Okay, dann ist es halt eben so erreichbar. Was ein schönes Zimmer. Wow. Nicht abbrechen. Ja, abbrechen. Nein, nicht abbrechen! Ah! Ich wollte doch mehrere Betten bauen. Egal, warte. Ich habe jetzt eine Idee. Ich stelle da jetzt erstmal wieder einen Krankenpfleger ein. Und zwar den günstigen, weil wir nämlich nicht so viel Geld haben. Mein Bett ist frei. Ja. Ich brauche mehr Betten hier drin. Warte mal. Bearbeiten. So. Relax. Was machen wir? Dieses eine Bett, das kommt hier hin. So, und die Pflanze kommt dahin, Mülleimer kommt auch hierhin, stellt ja keinen, so. Und der Feuerlöscher, der kommt hier an die Wand. So, jetzt kommt hier Bett Nummer Uno hin, dann kommt Bett Nummer Dos hier hin und Bett Nummer Quattro. Ich weiß, es ist nicht falsch und das ist nicht richtig gezählt, aber ihr wisst, was ich meine. So, und der Rest ergibt ja alles Sinn. So, jetzt können wir zum Zimmer hinzufügen drücken. Und damit wären wir fertig. Wie kann ich das denn? Zimmer bauen. Noch nicht bereit. Ich muss ja nichts bauen. Aber wenn ich auf X drücke, möchtest du die Zimmer ab... Nein, möchte ich nicht abbrechen. Das war's. Ich bin fertig mit bauen. Oh nein, meine Maschine ist fertig. Ey, kann mir jemand sagen, wie ich das hier abspeichern kann? Ach so, ich weiß, warum das nicht geht. Weil man da nicht drankommt. Hä, aber... Wie kann ich das denn abspeichern? Oh je, da ist jemand von den Toten wieder auferstanden. Was? Warum ist denn hier jetzt ein Geist drinne? Oh nein. Warum ist denn bei mir jetzt ein Geist... Was kann ich denn... Warum sind hier Geister? Oh Gott. Also, pass auf. Was kann ich denn jetzt... Was kann ich denn hier jetzt machen, wenn ich hier Geister habe? Stationstür? Abbrechen? Ja, abbrechen. Ich weiß gar nicht, was ich machen soll. Wenn es rot ist, geht es nicht. Okay, dann nehme ich das einfach mal so hin. Und es ist jetzt ein Geist hier. Was kann ich denn gegen einen Geist machen? Ah ja, okay. Für WC-Warzen sind sie freigeschaltet. Oh nein, bei uns ist jemand gestorben? Oh nein, das ist richtig low. Okay, aber... Warteschlange 4. Aber ich kann hier doch mindestens noch ein Objekte. Ich möchte gerne einfach nur dieses Zimmer hier so bearbeiten, ne? Dass ich hier Objekte, Bett, einfach nur ein Bett hinzufügen. So. Okay, dann ich habe hier zwar Müll gebaut, aber zwei Betten sind besser als keine. Gesundheitspreis des Two-Point-Country.
Sag mal, seit wann werden denn hier Awards herausgegeben? Öffnen. Okay. Das ist ja sehr interessant. Okay. Der Krankenhausruf ist jetzt gut. Dies wird mehr Patienten anlocken. Also, um ehrlich zu sein, ich glaube, ich brauche mehr Stationen. Also so Stationensachen im Sinne von, was brauchen denn die Leute hier alle? Warum ist hier eigentlich eine Glühbirne? Der Typ hat einfach eine Glühbirne auf dem Kopf. Entleuchtungsklinik benötigt? Was ist denn eine Entleuchtungsklinik benötigt? Was ist denn eine Entleuchtungsklinik und warum brauche ich die? Oh nein, Zimmer. Entleuchtungsklinik, Tatsache. Ja gut, dann bauen wir die jetzt hier hin. 3x3. Ab dafür und let's go. So, Entleuchtungsklinik und das Ding hier dazu bauen. Alles klar, ist okay. So, hier hast du deine Entleuchtungsklinik. Und der braucht jetzt einen Termin. Wie kriege ich denn die Geister? Kann mir jemand sagen, wie man die Geister... Junge, der Geist ist aber hier. Junge, das ist aber der Geist. Aber wie kriegt man denn die Geister weg? Die machen ja auch die ganze Zeit Dreck. Okay. Also anscheinend werden ja Leute hier drin so ein bisschen behandelt. Finde ich ganz gut. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich glaube, wir brauchen mehr Ärzte. Kann das sein? Die Medizinerin? Worauf wartest du? Zustand gelangweilt. Ach, wir haben noch nichts an Entertainment hier drin, ne? Objekte? Was kann man den Leuten... Ich habe doch schon einen Broschürenständer hier hingestellt. Das ist doch super interessant. Also an sich läuft... Sag mal, warum haben wir hier so viele Lampen, die bearbeitet werden müssen? Vor einer Station wartet eine Schlange. Wo denn? Bei der Leuchtenschlange? Nee. Ach da, vor der Station. Ja, ja, ich verstehe das schon. Also pass auf, ich habe eine Idee. Ich baue das ganze Ding jetzt um. Wir brauchen da mehr Betten drin einfach. Das Ding muss hier bearbeitet werden. Und hier kommt das jetzt weg, das hier kommt weg, das hier kommt weg. So, das hier kommt weg und der Mülleimer kommt weg. Und dieses Behandlungsding, das kommt die... Ah ja, genau, pass auf. Ich lasse das hier. Aber die Tür kommt weiter nach innen. Dann kann dieses Behandlungsding, das kommt dahin. Und dann kann ich hier mehr Betten hinplatzieren. Und zwar insgesamt, warte, das hier muss ich kurz drehen. So, ein Bett, zwei Betten, drei Betten, vier Betten. So. Was? Und okay drücken. Hä, warum gibt's hier denn ungültige Objekte? Objekte. Bett. Guck mal. Ein Bett. Zwei Betten. Oh nein, was ist das denn? Geschätzter Krankenhausleiter, ein Sterne-Krankenhaus. Glückwunsch, dein Krankenhaus wurde vom Gesundheitsministerium von Two Point mit einem Stern, also einem maximal von 3 Sternen bewertet. Ich habe zur Feier des Tages deine Akte aus meinem Mülleimer gerettet. Ah ja. Baue dein Unternehmen in Hogsport weiter aus, um hier noch mehr Ruhm, Reichtum und Schnickschnack zu ernten. Wenn du es eilig mit der Expansion hast, kannst du auch ein neues Krankenhaus in Lower Bullocks eröffnen. Du hast ganz alleine die Wahl. Alles klar. Ich glaube, ich bin sogar fertig mit der Quest, soll das bedeuten. Aber ist okay. So. Ich möchte jetzt... Ich habe jetzt mehr Stationenplatz. Jetzt können mehr Leute bei uns liegen. So. Aber ansonsten müssen wir ja nichts mehr bauen. Wir haben schon eine Entleuchtungsklinik, eine Klinik, eine Station. Wir haben 2 Arztpraxen. Wir haben ein... was ist das hier nochmal gewesen? Genau, irgendwie so eine Station, wo man mehr untersucht werden kann. Hier kann man Pause machen, im Pauseraum. Die Toiletten werden benutzt. Oh, guck mal, wir können sogar den Leuten beim Toilettengang zugucken. Was macht denn die eine da? Die pömpelt da gerade irgendwas raus. Ah, ja, okay. Toiletten scheinen auch zu funktionieren, finde ich gut. Sieht nach einem richtig guten Krankenhaus aus. Und wir machen sogar Geld, kann das sein? Wir sind nämlich schon bei 218.000. Die können nicht auf das Bett aufsteigen. Na doch, das geht doch jetzt, oder? Oder? Guck mal, die haben ja... Ach so, meinst du jetzt... Nee, guck mal, hier links und rechts dürfte das ja gehen. Guck, die... Doch, doch, guck mal. Da kann man dem seinen Arsch einfach sehen. So eine richtige Dings. So richtige OP-Kleidung ist das. Aber guck, der kann sich reinlegen. Und jetzt wird hier erstmal im Bett gelegen. Ein bisschen rumgechillt. Oh yeah. Guck, der kann sich auch reinlegen.
Hä? Behandlung im Gang. Geschätzte Heilungschancen. Zustand 52 Tage. Ich weiß jetzt nicht, warum der die ganze Zeit hier so rumwinkt. Aber es warten Leute. Das heißt, wir müssen vielleicht nochmal eine größere Station hier hinbauen. Zimmer, Station. So. Und dann kommt hier die Tür hin. Hier in die Ecke kommt das andere Ding hin. Hier zum Umziehen. Und jetzt kommen die Betten. Und bam, 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 bam. Und bam, 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 bam. So. Das nenne ich mal ein gutes Krankenhaus. Oh mein Gott, sind da viele Leute. Warte. Objekte. Nochmal einen Feuerlöscher hier reinlegen. Einen Abfalleimer da reinlegen. Vielleicht ein Getränkeautomat für die kranken Leute auch noch. Ja, aber das können sie sich ja woanders holen. So eine Pflanze, damit sie wieder gesund werden, die Guten, ha? So, und hier drinnen lasse ich jetzt auch einfach einen Krankenpfleger arbeiten. Und zwar einen Guten. Zack. So, damit hätten wir jetzt definitiv genug Betten, um genug Leute aufzunehmen. Und jetzt könnten wir noch mehr Geld machen. Hält Aufnahme in Stand. Ja, dann geh doch einfach Pause machen hier. So, die macht jetzt ein bisschen Pause. Und dann die neuen Kunden, die jetzt kommen, die können eine Sekunde warten. Oh, das nenne ich mal ein funktionierendes Krankenhaus. Müssen auf jeden Fall 25 Patienten heilen. Das geht inzwischen auch ein bisschen. Da wartet gerade einer. Was macht der? Wurde ins Zimmer gerufen. Okay. Ja, die Leute können eigentlich sitzen und machen so. Also an sich läuft ja das Krankenhaus ganz gut. Und 2-Sterne-Krankenhaus ist eigentlich ganz gut. Guck mal, hier wartet jetzt der Dings, der Lampentyp. Aber müssen jetzt leider die Frau von der vom Empfang, müssen wir jetzt mal wieder an den Empfang holen. Aufheben, für 1000 Dollar verkaufen. Nee, eigentlich nicht. Wo ist denn die Frau von Empfang? Ich glaube, ich muss einen neuen Empfang einstellen. Krankenpflegeassistenten? Oh, ich weiß gar nicht, wo der Empfang ist. Ah, da kommt der Empfang. Der war noch kurz auf dem Klo. Geh arbeiten! Ungültiges Verschieben. Wo ist denn der Empfang? Ach, das ist die sogar. Okay, die kann ich wahrscheinlich nicht verschieben. Habe ich was verpasst? Nö, wir spielen gerade ein bisschen so ein Arztspiel, was ich mir auf Steam gekauft habe. das ist ganz cool. Und hier kann man ein bisschen bei den Leuten dabei zusehen, wie sie Geld verdienen und sowas in der Art. Und das ist unser Arzt und das ist der andere Arzt, der gerade nicht arbeitet. Hier ist die Krankenstation mit Leuten, die krank ist. Das ist die neue Krankenstation, die viel zu viele Betten hat und keinen einzigen, der krank ist. Und ja, das ist bisher alles. Und ich habe das Gefühl, dass diese Krankenstation, die wir hier gebaut haben, die ist ein bisschen unnötig. Aber wisst ihr was? Das Leben ist hart. Naja, egal. Die Leute werden Hauptsache gesund hier. Und das ist so eine Lampenlichtstation. Hier kann man irgendwie Glühbirnen und sowas irgendwie reparieren. Alles klar, okay. Das ist dann wahrscheinlich das gesamte Spiel. Und das funktioniert wahrscheinlich immer so, dass man immer mehr Geld verdienen muss und alles drum und dran, dass es so funktioniert. Und genau, das ist das Game. Und wir haben es ausprobiert. Und jetzt bin ich eigentlich auch schon fertig mit dem Stream. Das waren gute 2 Stunden und 40 Minuten, die wir heute gestreamt haben. Ich bin auf jeden Fall zufrieden. Ich speichere das hier nochmal kurz ab, was ich hier gespielt habe. Spiel beenden, speichern und verlassen. Und damit sind wir auch schon fertig für heute. Okay, Leute, ich hoffe auf jeden Fall, dass der Stream euch heute gefallen hat. Falls ja, lasst einen Daumen nach oben da. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Habt ein schönes Wochenende und ich hoffe, das Spiel hat euch gefallen. Nächstes Mal geht's in Fortnite wieder weiter und da werden wir wieder versuchen, einen Win zu bekommen. Das wird aber wahrscheinlich noch ein bisschen dauern. Naja, was will man machen? Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Haut rein, Leute. Ciao.